Ja, unser nächster Vortrag ist der lang erwartete Vortrag zu dem Update zu Rechtsfragen in Freifunk. Dazu begrüßen wir Reto, der seit langer Zeit mal wieder live auf einem WCW ist. Das letzte Mal hatten wir ihn über Google Streams bei uns gehabt. Das war auch eine sehr lange und ausführliche Fragenrunde gewesen. Und später wird dann Bea noch dazu stoßen und über das EuGH-Urteil zu McFadden erzählen. Genau, wir begrüßen auch die Zuschauer im Livestream in Karlsruhe und überall im Internet. Und für Fragen dann einfach den Freifunk-IRC-Channel benutzen. Die können wir dann hier auch live mitstellen und beantworten. Okay, dann viel Spaß und Reto, leg los. Ein paar Worte zu sagen. Dann hat der Gesetzgeber ja auch irgendwann verstanden, dass es da ein Problem gibt und hat reformiert. Das ist mittlerweile durch. Dazu werde ich was sagen. Das ist dann sozusagen aktueller Stand. Dann kommt Bea und erklärt, was die Rechtsprechung daraus macht, überraschenderweise. Und insbesondere eben zum EuGH-Urteil mit dem Namen McFadden. Und dann werden wir kurz in die Zukunft gucken. Wir schauen uns an, was ist geplant mit der Reform Paragraph 8 TMG, Stichwort Websperren und Rechtssicherheit. Und unter weitere aktuelle Entwicklungen, die Folien sind nicht ganz aktuell, da mache ich dann Vorratsdatenspeicherung. Also, weil das offensichtlich hier einige auch umtreibt, was ich so mitbekommen habe. Okay, also erstmal zum eigentlichen Problem. WLAN ist im Grunde genommen nichts anderes als der Transport von Daten. Das heißt also, wer ein WLAN anbietet und darüber Nutzern das Internet oder andere Dienste zur Verfügung stellt, der macht nichts anderes als jetzt im kleinen Rahmen die Telekom. Und genauso wie bei einem normalen Internetanschluss, an einem DSL-Anschluss Rechtsverletzungen möglich sind, sind die natürlich auch bei einem WLAN möglich. Also wirklich alles von Urheberrecht, das ist so der klassische Fall, File-Sharing, der eben auch die Rechtsprechung meistens beschäftigt, aber da sind auch Markenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrechtsverletzungen oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen ohne weiteres möglich. Also Fake News, Beleidigungen, Hassposts, all das geht natürlich auch über WLAN, denn es ist schließlich ein neutrales Medium, das einfach nur Daten durchreicht. Und die Frage stellte sich dann eben, wie kann man oder wo könnte eine Haftung des WLAN-Betreibers ansetzen? Und dafür hat man zurückgegriffen auf ein ziemlich altes Instrument, das aus dem Zivilrecht herstammt, also aus dem Jahr 1900, und zwar da aus dem Eigentumsrecht. Und da gibt es diese seltsame Konstruktion der Störerhaftung. Eigentlich ist das dafür gedacht, wenn man einen Nachbar hat und der Nachbar hat einen Baum und der Baum, der neigt sich so langsam rüber aufs eigene Grundstück oder zum eigenen Haus, dass man den dann irgendwie in Anspruch nimmt und sagt, hier, der Baum soll da nicht rüberfallen, tu mal was. Ja, selbst wenn es nicht möglicherweise nicht sein eigener Baum ist, wie auch immer, ich merke schon, das Beispiel hatte ich schon mal besser. Also wie gesagt, das kommt eigentlich aus dem Eigentumsrecht, wurde dann irgendwann mal von der Rechtsprechung in den 60er Jahren übertragen, auch auf andere Bereiche und landete dann irgendwann auch im Bereich des Urheberrechts und generell im gewerblichen Rechtsschutz. Und der Kernpunkt der Diskussion, den wir hier seit Jahren führen, ist die Frage, wann haftet der Betreiber eines WLANs als Störer, wann muss er verhindern, dass Rechtsverletzungen passieren? Und die Voraussetzungen dafür sind zum einen eine adäquat kausale Mitwirkung, also wenn ich den wegdenke, wenn er nicht mitmachen würde, würde die Rechtsverletzung dann auch noch passieren, ja oder nein? Das ist denkbar weit, also da ist eigentlich jeder dran. Und deswegen wird das versucht, das wieder einzufangen durch so ein Korrektiv und das nennt man die Prüfungs- und Überwachungspflichten. Wenn man die verletzt, dann haftet man eben als Störer, also adäquat kausale Mitwirkung und eben Verletzung von irgendwelchen Prüfungs- und Überwachungspflichten, was im Wesentlichen heißt, dass man irgendwas nicht gemacht hat. Man hat nicht aufgepasst. So, das ist die Idee da. Und es gibt ein paar ganz gute Beispiele, bei denen das funktioniert. Zum Beispiel die Host Provider. Eine der ersten Entscheidungen des BGH dazu war die BGH Internetversteigerung Römisch 1. Und da ging es eben darum, dass jemand auf eBay gefälschte Rolex-Replika, also echte Rolex-Replika, aber eben keine echten Rolex, angeboten hat. Und die Frage war dann eben, was muss eBay jetzt tun, damit sowas nicht, erstens, damit das verschwindet und zweitens, damit es nicht wieder passiert. Und da sagte der BGH eben damals, du musst irgendwie ein Instrument liefern, dass Leute dir melden können,
Dieses Angebot verletzt meine, in dem Fall waren es Markenrechte, also das Recht Rolex. Und du musst eben auch verhindern, dass das wieder passiert, zum Beispiel indem du Wortfilter einbaust. Also wenn jemand jetzt heute ein Angebot bei eBay einstellt, wo drauf steht Rolex Replika, dann wird das vermutlich nicht erfolgreich sein. Und da hat der BGH eben damals gesagt, wenn du sowas nicht machst, dann bist du dran und kannst in die Haftung genommen werden. Wobei da gleich vorneweg, Störerhaftung, da geht es immer nur um sogenannte Unterlassungshaftung. Das heißt, es ist immer in die Zukunft gerichtet. Hier geht es nicht um Schadensersatz oder sowas. Das ist nur trotzdem schlecht, weil man eben abgemahnt werden kann und möglicherweise eben Anwaltskosten, Gerichtskosten etc. zahlen muss. Anderes schönes Beispiel ist YouTube. Rechtsverletzende Videos gibt es eben auch, die irgendwie Musik enthalten, die geschützt ist oder die, wie gesagt, auch irgendwelche Marken verletzen etc. Und dafür sieht YouTube zum Beispiel das Content-ID vor. Das heißt, jedes Video und auch jede Musik bekommt eine bestimmte ID nach einem bestimmten Algorithmus. Und das kann YouTube erkennen, wenn ein Video neu hochgeladen wird und sagt dann, dieses Video zeige ich nicht, das darf nicht gezeigt werden. Noch eine schöne Entscheidung ist bei den Bloghostern. Da ging es unter anderem um Google Blogspot. Da war eben die Frage, jemand hat einen Blog bei Google und stellt da irgendwelche Inhalte rein, die andere in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen. Und dann sagt der BGH, in diesem Fall allerdings ein anderer Senat als der fürs Urheberrecht zuständig ist, der sagt, du Google musst, wenn du so eine Anfrage bekommst, hier dieser Blogpost, der verletzt meine Rechte, dann musst du den Inhaber des Blogs musst du anschreiben und ihn damit konfrontieren und je nachdem, wie er antwortet, musst du dann eben reagieren. Muss man so ein Ping-Pong-Spiel spielen und eventuell muss man es dann eben löschen oder nicht. So, das sind gute Beispiele für Prüfungs- und Überwachungspflichten. Warum sind die gut? Weil Host-Provider die Möglichkeit haben, auf Inhalte einzuwirken. Ja, da hat man also YouTube hat irgendwo die Cloud, irgendeine Festplatte, da kann ich eben das Video hochladen, dann können die sagen, das Video ist doof, das mag ich nicht, das verletzt Rechte, das lösche ich jetzt. Das funktioniert bei WLAN nur ziemlich schwierig. Ja, also bei Access-Providern wurde dann überlegt, was könnten die denn machen, was könnten so Prüfungs- und Überwachungspflichten sein. Die geisterten dann auch durch die Rechtsprechung. Und ich führe die hier nochmal so konkret auf, weil wir dann nachher noch drauf zurückkommen. Also möglich sind eben DNS-Sperren, IP-Sperren, URL-Sperren, also hybride Sperren oder eben gleich die Packet-Inspection, dass man eben versucht, Inhalte tatsächlich zu filtern oder bestimmte Klassen von Inhalten zu filtern. Das ist so, was Access-Provider generell können. Und bezüglich WLAN wurden nochmal andere Dinge diskutiert, nämlich insbesondere Portsperren, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, das ist ganz toll. Oder eben Verschlüsselung, dazu erzählt uns Bea dann was oder zumindest was der EuGH davon hält. Registrierung, also dass man sagt, okay, ich mache meinen WLAN zu und registriere jetzt einfach alle Nutzer und dann werden die schon davon abgehalten werden. Oder eben so eine Dudu-Seite oder die Lügenseite, wie es manche auch nennen, also eine Belehrung, wenn du hier mitsurfen willst, dann versprich bitte, dass du keine Rechtsverletzungen begehst. Und dann gibt es auch die Begrenzung der Datenmengen. Also ich mache die Bandbreite, die ich jedem Nutzer zugestehe, so gering, dass sich File-Sharing zum Beispiel nicht lohnt. Das sind so Maßnahmen, die theoretisch von WLAN-Anbietern verlangt werden könnten. Und da stellt man sich dann eben die Frage, muss ein Freifunker das, muss jeder WLAN-Anbieter das, etc. Diese ganze Diskussion um die Störerhaftung rührt aus zwei verschiedenen Rechtsgrundlagen her. Nämlich einmal auf deutscher Ebene, Paragraphen 7 folgende des Telemediengesetzes und einmal auf europäischer Ebene, Artikel 12 bis 15 der E-Commerce-Richtlinie. Und in beiden steht im Grunde genommen drin, alle Internetanbieter, und damit sind jetzt eben nicht nur Internetzugangsanbieter, sondern eben auch YouTube, eBay etc. gemeint, sollen keine allgemeinen Überwachungspflichten sollen denen obliegen für diese übermittelnden Informationen, aber bestimmte Sachen müssen sie eben tun. Zum Beispiel muss eben eBay, wenn sie da auf eine Rechtsverletzung hingewiesen werden und die ergibt sich eben, da ist eine Rechtsverletzung, dann müssen sie es halt löschen. Und für die Access Provider gibt es in § 8 TMG die entsprechende Regelung, die eben aus der EU-Richtlinie teilweise herrührt, aus Artikel 12 der E-Commerce-Richtlinie. Und ich habe euch den Text mal mitgebracht. Im Grunde genommen steht da, Diensteanbieter, die sich neutral verhalten, die also Daten bekommen und sie durchreichen, die sollen von der Haftung frei werden. Also das ist jetzt hier, Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie übermitteln, nicht verantwortlich,
Klammer auf, wenn sie sich neutral verhalten. Die Diskussion entspannt sich dann unter den Juristen zunächst einmal. Findet § 8 Telemediengesetz auch auf WLANs Anwendung? Und das war eigentlich relativ einfach. Ja, da gab es eine Stimme, die irgendwann mal gesagt hat, nein. Und das Schwierige, warum eben Rechtsunsicherheit sich auch so verbreiten konnte, war, dass die Rechtsprechung dazu nie auch nur einen Piep gesagt hat. Das hat sich mittlerweile geändert. Das eigentliche Problem, das ich da stellte, war allerdings, dass der Bundesgerichtshof zu eBay und allen anderen von Anfang an gesagt hat, auf diese Unterlassungsansprüche finden die Paragraphen 7 folgende TMG überhaupt keine Anwendung. Und das war dann in der Rechtsprechung und in der Literatur, also es war in der Rechtsprechung nicht, aber in der Literatur war umstritten, ob das jetzt so richtig ist, ob man nicht dem EuGH das mal vorlegen müsste, weil ja diese Richtlinie im Hintergrund ist, dass mal endlich geklärt wird, ob das so ist. Der BGH hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen und hat es einfach immer so gemacht. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, der EuGH, wie gesagt, Bea erzählt das nachher noch, hat gesagt, auf Unterlassungsansprüche finden diese Privilegierungen keine Anwendung. So, das hat dann tatsächlich, nachdem 2013 die Große Koalition schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hatte, wir wollen WLAN rechtssicher machen, hat es dann nur bis 2016 gedauert, bis wir eine neue Regelung in § 8 Absatz 3 Telemediengesetz gefunden haben. Und da steht im Grunde genommen drin, diese Privilegierung gilt auch für WLANs. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe schon gesagt, Anwendung auf WLAN schon früher, plus, ja, gab es eigentlich nie Diskussionen. Es hat noch nie jemand, also hat die Rechtsprechung nicht gesagt. Und jetzt stand also in dem neuen tollen Gesetz, stand jetzt also drin, ist auf WLANs anwendbar. Das hilft nur irgendwie so richtig gar nicht weiter. Ja, also wenn man nur das sieht, dann sagt man, okay, das war vorher schon so, aber das eigentliche Problem hatten wir mit diesen Unterlassungsansprüchen, mit der Störerhaftung. Ja, was passiert denn da jetzt? Und da ist der Gesetzgeber auf was ganz Tolles gekommen, Große Koalition, man kann sich auf nichts einigen, wir schreiben einfach mal in die Gesetzesbegründung rein, das gilt natürlich auch für Unterlassungsansprüche und für Störerhaftung. Ist doch vollkommen klar, steht in der Gesetzesbegründung. Würde man normalerweise denken, okay, dann ist ja jetzt alles klar, sagte die GroKo auch so, ist nur leider nicht ganz richtig. Denn also grundsätzlich ist es so, dass die Gerichte und insbesondere eben der Bundesgerichtshof sagt, wenn etwas nur in der Gesetzesbegründung drinsteht und nicht im Gesetz selbst und nicht mal angelegt, also man es auch wirklich mit Suchen nicht finden kann, dann zählt es nicht. Dann gucke ich mir das Gesetz an und gucke, was ich damit mache, aber wenn es nicht drinsteht, dann bin ich eben daran nicht gebunden. Und das hat die Literatur dem BGH dann eben auch, also dem Gesetzgeber vorgeworfen. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten von der Großen Koalition, die sagten, alles steht doch drin. Und ich sagte immer, ja, in der Gesetzesbegründung, das hilft halt nicht. Und dann haben ein paar Gerichte darauf reagiert. Und jetzt würde ich den Stab an Bea übergeben, denn die erzählt uns, was da passiert ist seither. Hallo, ich bin Bea und ich freue mich hier zu sein und freue mich, dass ihr auch hier seid. Ich mache einen kurzen Zwischenteil in dem Vortrag von Redo und es geht allein um den Status quo, den wir jetzt haben. Redo hat so ein bisschen den Weg bis hierhin gezeigt. Ich sage, was wir in der Rechtsprechung jetzt für ein schönes Problem haben. Und Redo zeigt die Zukunft, wie rosig sie für uns sein könnte. Ich habe jetzt hier mit euch ein Experiment vor. Das ziehe ich knallhart 20 Minuten durch. Mit 21 Slides. Die sind vollgepackt mit dem O-Ton von Gerichten. Ja, also normalerweise mache ich das nicht, lasse halt Paragraphen außen vor und noch seltener benutze ich tatsächlich das, was Gerichte gesagt oder geschrieben haben. Das mache ich bei euch jetzt anders. Das ist halt so ein bisschen nerdig, aber ich glaube, ich fühle mich hier ganz wohl und mache das und versuche das. Also wir lesen mal in Urteile rein in 4. Ja, wir zählen auch die Slides runter. Hier seht ihr die 4 Urteile, die ich mit euch besprechen möchte. Es begann alles mit dem Sommer unseres Lebens 2010.
Wir sind jetzt bei der Rechtsprechung oder bei dieser Qualität in dem Bereich vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Also Nummer eins, wie begann es? Nummer zwei, wo sind wir jetzt? Dazwischen weise ich noch mal kurz auf das Urteil vom Kammergericht Berlin hin, weil es halt ein Freifunkfall war und weil ich da persönlich beteiligt war. Und als letztes das Urteil von McFadden. Da müssen wir so ein bisschen durchreiten, weil ich die Hoffnung habe, dass ich das transportieren kann, was in diesem Urteil tatsächlich drin steht. Sehr viele Juristen haben in dem Social-Media-Bereich und mittlerweile schwappt es auch in die Urteile rein, eine für mich seltsam anmutende Auslegung dieses Urteils vorgenommen. Also da kommen wir hin und da steige ich dann auch wieder aus und übergebe Reto. Also Sommer unseres Lebens, für jeden, der mal nachlesen möchte, habe ich immer schön das Zitat, also die Quelle und dann das Zitat. Ich habe das auch mal jetzt online schon gestellt, diese Präsentation. Das heißt, ihr müsst nicht mitlesen, könnt mir zuhören und könnt euch das dann runterziehen. Ich lese es vor und übersetze das. Ich halte das für eine gute Idee, dass wir mal reingucken in die Formulierung von Gerichten. Das Einzige, was ich nicht vorlesen werde, ist ein Tenor vom Europäischen Gerichtshof, weil der ist so verrückt, da mache ich mich wahrscheinlich lächerlich beim Vorlesen. Der ist ein unglaublich verschachtelter Satz. Aber im Sommer unseres Lebens, also ich habe natürlich die Knackpunkte rausgenommen, steht die Prüfungspflicht im Hinblick auf die unbefugte Nutzung eines WLAN-Routers konkretisiert sich vielmehr dahin, dass jedenfalls die im Kaufzeitpunkt des Routers für den privaten Bereich marktüblichen Sicherungen ihrem Zweck entsprechend wirksam einzusetzen sind. Haltet ihr das durch oder soll ich einfach nur übersetzen? Nur übersetzen, okay. Also diese Verschlüsselungspflicht oder beziehungsweise die angebliche Verschlüsselungspflicht, seht ihr hier mal schwarz auf weiß. Das Urteil bezieht sich auf die unbefugte Nutzung. Das heißt, derjenige, der Anschlussinhaber ist, stellt sich vor, dass diejenigen, die außerhalb der Familie, außerhalb Freundeskreis, Besucherkreis, unbefugt sind. Und vor den Unbefugten schützt er sein Netz, aber mit einer WPA-Verschlüsselung. Und diese war leicht knackbar und deshalb konnte in seiner Abwesenheit ein Schaden entstehen durch die Nutzung seines Internetanschlusses. Ja, also der Unterschied zu Freifunk ist ja, dass bei Freifunk die Nutzer nicht unbefugt sind, sondern befugt. Naja, ja, aber der Gesetz, also ich, als Jurist muss man den Gesetzgeber und die Gerichte natürlich ernst nehmen und gucken, was halt da drinnen steht. Die Frage ist halt, inwieweit dieses Urteil tatsächlich dann übertragbar ist auf sämtliche andere Fälle. Wie unterschiedlich auch immer diejenigen teilen. Also derjenige hatte sein Netz zugemacht und nicht ausreichend verschlüsselt. WPA-Verschlüsselung reichte halt 2006 schon nicht aus. Da begann alles. Und wir sind jetzt hier beim Oberlandesgericht Düsseldorf vom 16.03. dieses Jahres. Ja. Ihr könnt alle das dann mal genießen und durchlesen. Hier steht im Prinzip drin, dass ein Internetanschluss mit einem Passwort gesichert werden muss. Zack. Ja. Und zwar war das eine Frage? Nee. Und zwar deshalb, weil durch die Verschlüsselungspflicht in das Recht auf Informationsfreiheit nicht so tief eingegriffen wird, dass das Recht verloren geht, sondern dass es halt dann trotzdem immer noch da ist. Das Nummer eins, also es wird halt eine Abwägung vorgenommen zwischen dem Urheberrecht, das ja beim File-Sharing verletzt wird, oder verletzt werden kann, und denjenigen Rechten, die besitzen, die halt ins Internet reingehen und kommunizieren wollen, Informationen bekommen wollen, Meinungsfreiheit etc.
Also ein Passwort setzen soll nicht dieses Recht komplett beseitigen. Habe ich jetzt schon ein Problem damit? Also wenn ich in die Realität reingehe und durch die Welt laufe und mir angucke, in welches Netz ich denn reinkomme, dann ist das halt dünn. Ne? Also dann kann ich halt nicht kommunizieren. Entweder ich habe halt einen bestimmten konkreten Provider-Vertrag, der mir das halt über eine gewisse Zeit erlaubt. Aber dass ich halt andere WLANs nicht mehr nutzen kann, was ja flächendeckend halt ist, sorgt halt dafür, dass ich mich nicht informieren kann. Das heißt, in dem Moment habe ich halt dieses Recht nicht, sieht das Oberlandesgericht Düsseldorf anders. Ja? In dem Text steht Schutzgegenstände. Worauf bezieht sich das? Schönes Wort, wa? Ja. Das ist die Datei, die urheberrechtlich geschützt ist. Aber ich habe gerade nur über den ersten Satz gesprochen. Ich komme jetzt zu dem zweiten. Also die erste Voraussetzung ist, dass die Grundrechte derjenigen noch vorhanden sind, die kommunizieren wollen. Und die zweite Voraussetzung ist, dass tatsächlich auch damit verhindert wird, also mit dem Passwortsitzen verhindert wird, dass in diese Schutzgegenstände, also in die urheberrechtlich geschützten Werke auch tatsächlich nicht eingegriffen wird. Ne? Also zuverlässig davon abgehalten würden. Das sagt das OLG. Und was sagt es noch? Jegliche Verantwortung eines privaten WLAN-Betreibers zu verneinen, hieße Schutzrechtsinhaber rechtlos zu stellen. Ist ja also voll gewagt, oder? Also es ist abhängig von einem geschlossenen Internetanschluss, dass alle Leute, die Inhaber von Schutzrechten sind, geschützt werden. Also das hat gar nichts mehr mit unserer Realität zu tun, steht aber in dem Urteil drinne. Haha. Weiter. Insofern hat das Landgericht, also das ist die Vorinstanz, das Landgericht ist die, in dem angefochtenen Urteil ausdrücklich festgestellt, dass die Möglichkeit, P2P-Software zu sperren, technisch gegeben und auch bei einem Tor-Server zumutbar ist. Na, stimmt es? Funktioniert es? Das steht aber in einem OLG-Urteil drin. Ja, finde ich das? Red mal weiter, super. Okay, also ich habe deshalb halt die O-Töne genommen, damit ihr halt seht, dass ich mir das nicht ausdenke, sondern dass tatsächlich sowas in den Urteilen drin steht und nicht irgendwie Amtsgerichte, sondern eben Berufungsgericht. Und wunderbar, lese ich jetzt nicht vor die Zusammenfassung, das hat Reto auch schon gesagt und hier haben wir das auch in dem Urteil drin, warum die Gesetzesänderung letzten Jahres, Telemediengesetz, in diesem fraglichen Bereich halt Makulatur ist und keinen Weg in die Rechtsprechung finden. Weil sie halt sagen, also zumindest hier konkret der erste Zivilsenat des BGHs, der sich eben als Fachgericht oder Fachsenat mit Urheberrechtsstreitigkeiten auseinandersetzt, sagt, dass es einfach egal ist, was in der Gesetzesbegründung drin steht, solange in dem Gesetzestext, das sich nicht wiederfinden lässt. Also ich habe in der Uni gelernt, dass wenn ich ein Gesetz auszulegen habe, dann muss ich mir auch angucken, was der Gesetzgeber wollte. Also die historische Auslegung. So ganz richtig ist es nicht, das sagt aber der BGH. Und wahrscheinlich kann man auch dem Gesetzgeber vorwerfen, er hätte es wissen müssen und er hätte ein Wort ins Telemediengesetz dazu mal reinschreiben können. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch verstehen, weil wollen wir jetzt in allen Gesetzen reinschreiben, wo Unterlassungsanspruch halt nicht vorhanden ist, so prophylaktisch? Weiß ich nicht. Also die Idee, ausdrücklich immer zu sagen, hier in den Bereichen gibt es keinen Anspruch auf Unterlassen, ist auch nicht so ganz juristisch sauber. Ne? Aber haben wir eben auch im OLG.
Dann gehen wir kurz in dieses Urteil vom Kammergericht Berlin rein. Es ist halt nur eine Kostenentscheidung gewesen, eine Quotelung. Aber es steht trotzdem drin, dass dieses Gericht, das Kammergericht, also gleiche Ebene wie Oberlandesgericht, bloß für Berlin, hier der Meinung ist, dass Prüfpflichten auch für altruistische Freifunker bestehen. Also sie ziehen oben das Urteil Sommer unseres Lebens heran, ist jetzt vom Februar diesen Jahres, dann die jüngste, also die vom letzten Jahr Gesetzesänderung, die Novelle vom Telemediengesetz und dann als drittes das McFadden-Urteil und kommen halt zu dem Ergebnis, dass auch altruistische Freifunker, ich weiß keine Ahnung, warum das in Anführungszeichen steht, ich würde ja verstehen, dass es ein Freifunker, weil es halt ein Eigenname ist, aber altruistisch, naja, warum, die haben jedenfalls Prüfpflichten. Ich bin total davon überzeugt, dass jeder Freifunker prüft, ob das funktioniert. Also, ob Freifunk offen ist, wie das durchgeführt wird, tralalala. Also, danach, ja, die Prüfpflichten sind erfolgt, es steht aber kein Ergebnis drin. Ja, also, das hier, so weit gehen sie halt nicht. Sie sagen nicht, ein geschlossenes Internet ist Pflicht und ein offenes ist illegal. Sondern sie versuchen das zu umgehen mit dem Wort Prüfpflichten. Aber immer wenn ich was prüfe, komme ich ja zu bestimmten Ergebnissen oder muss zu bestimmten Ergebnissen kommen, dass es zum Beispiel funktioniert oder dass ich ein offenes WLAN habe oder dass halt nur die Antenne in einen bestimmten Bereich gerichtet ist, etc. Ja? Aber das Ergebnis wird hier so, naja, kann man dann mit dem Ergebnis vom Urteil sehen. Aber es wird nicht ausdrücklich genannt, das haben sie sich nicht getraut. Und warum haben wir das jetzt alles, diese ganze komplizierte Rechtslage? Weil nämlich im Herbst letzten Jahres ein Urteil vom EuGH ergangen ist, auf das wir alle gewartet haben, gespannt, ziemlich viel Hoffnung reingesteckt hat. Das berühmte McFadden-Urteil. Diesen Slide bitte nicht lesen. Das ist für alle, die wirklich mal Spaß haben wollen. Das ist ein Satz. Verschachtelt, man muss sich wirklich anstrengen. Das ist aber ein Tenor vom EuGH. Ja? Das ist so das Ergebnis. Damit, da komme ich mit euch hin. Ja. Und wir gehen da langsam hin. Wir sind auch schon auf Folie 14. Also es dauert nicht mehr lange. So, als erstes steht hier, dass ich erkläre mal ganz kurz, was so ein wie so ein Urteil vom EuGH aus unserer deutschen Sicht zustande kommt. Es handelt sich um eine Vorabentscheidung. Also der EuGH entscheidet den Fall nicht an sich, sondern ein deutsches Gericht kommt zum EuGH und legt ihm konkrete Fragen vor. Und hier ging es um Fragen zu der Richtlinie, die Reto schon angesprochen hat, wie der Artikel 12 ausgelegt wird. Ne? Also das ist halt, das muss man halt auch wissen, wenn man dann diese Entscheidung übertragen will. Also der EuGH hat halt keinen Fall entschieden, sondern das muss dann halt das innerstaatliche hier, das Landgericht Berlin, München machen. Hier wurden ihm nur konkrete Fragen gestellt. Und eine der Fragen hat er damit beantwortet, also das ist, was uns interessiert. Es ist möglich, dass derjenige, der einen Internetanschluss hat, dass ihm die Pflicht auferlegt wird, entweder durch eine nationale Behörde oder durch ein nationales Gericht, also nicht private untereinander, also nicht mittels einer Abmahnung, sondern nur, wenn eine nationale Behörde, ein nationales Gericht sagt, dass dem Internetanschlussinhaber untersagt wird, eine Rechtsverletzung zu ermöglichen, fortgesetzt zu ermöglichen. Das ist also es ist angedacht, dass es halt nicht mit der Richtlinie, nicht gegen die Richtlinie verstößt. Nochmal kurz zurück, gegen die Richtlinie verstößt ja, dass der Anschlussinhaber für Schadensersatzansprüche haften muss, gegen die irgendwelche Dritte durch seinen Anschluss gemacht werden. Das,
das passt halt zu dieser Richtlinie nicht. Und deshalb wäre es europarechtswidrig, wenn es halt durchgesetzt wird. Was ja immer noch passiert, weil wir haben ja noch immer die Abmahnung und die und Anschlussinhaber zahlen, obwohl es dieses Urteil vom EuGH gibt, immer noch Schadensersatzansprüche. Ja, die, obwohl der EuGH gesagt hat, genau dieses Modell funktioniert eben nicht, sondern ist halt europarechtswidrig. Weil es mit der Richtlinie nicht übereinstimmt, Ende. Na, weil es keiner durchsetzt. Das Problem zwischen Privaten ist immer, man muss sich halt wehren. Ja, wir haben es ja jetzt schon so etabliert über die letzten Jahre, dass sich halt Freifunker wehren und nicht zahlen, aber total viele Private zahlen halt noch. Und deshalb funktioniert dieses Geschäftsmodell, ärgerlicherweise. Keine Emotionen. So, wenn jedoch mehrere unionsrechtlich geschützte Grundrechte miteinander kollidieren, das heißt, wir haben das geistige Eigentum als Grundrecht und wir haben die Informationsfreiheit, die Kommunikationsfreiheit, die Meinungsfreiheit etc. als Grundrecht. Und diese Interessen kollidieren, da gibt es ein Problem und das muss man auflösen. Es gibt keine super Grundrechte, wissen wir alle, sondern wir müssen irgendeine Lösung finden. Und dann sagt der EuGH, dieses angemessene Gleichgewicht zu suchen, ist halt Aufgabe von innerstaatlichen Behörden und Gerichten. Also der EuGH sagt, ich habe hier dieses Problem erkannt, ich sehe das und es muss auch gelöst werden, weil das löst nicht ich, sondern das machen die innerstaatlichen Behörden oder Gerichte. Ist auch ganz wichtig, deshalb darf man dieses Urteil nicht einfach eins zu eins übernehmen. Weiter, dann geht er da rein und versucht, also, die Interessen, die da aufeinanderstoßen, irgendwie ins Gleichgewicht zu bekommen. Also das Ergebnis mal, nehme ich mal vorweg, wohin es geht. Das habt ihr bestimmt immer mal wieder irgendwie gehört. Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass Passwortsätzen für Anschlussinhaber eine mögliche und wirkungsvolle Art und Weise ist, die beiden Rechte nebeneinander zum Blühen zu kriegen. Ja? Also er kommt zu dem Ergebnis, dass eben Passwörter gesetzt werden können. Aber er ist kein Gesetzgeber. Es ist immer nur die Frage, verstößt so ein Passwortsetzen gegen diese Richtlinie, gegen die E-Commerce-Richtlinie? Eine andere Frage wird halt nicht beantwortet. Es wird nicht die Frage beantwortet, ist es halt jetzt tatsächlich in Deutschland oder in Spanien oder in Frankreich umsetzbar und was ist mit den datenschutzrechtlichen Regelungen etc. Oder was passiert mit den Daten, wenn die dann gesammelt werden? Sondern er sagt es allgemein, aber er sagt auch so eine Sachen wie die Setzung, also die Pflicht, ein Passwort zu setzen, ist nur eine marginale Weise, eine technische Modalität. Mehr ist es halt nicht, behauptet er. Ja, ob das jetzt wirklich so marginal ist und ob es nur eine Modalität ist. Also in der Praxis ist es für mich was anderes. Ja, das ist nicht marginal, sondern das ist der für mich entscheidend, vor allem wenn ich unterwegs bin, ob es halt offene Netze sind oder nicht. Und in den meisten Fällen komme ich auch ans Passwort nicht ran. Zum Thema technische Marginalität. Es gibt Untersuchungen, die einfach nur getestet haben, was ist, wenn ich mich bei einem WLAN anmelden muss, wenn ich einfach nur OK drücken muss, dann sind schon 30% der Nutzer weg. Ja, also da eine Verschlüsselung, bei der ich mir erst ein Passwort besorgen muss, das ist keine technische Modalität, sondern damit mache ich mir im Grunde genommen, jetzt, wenn ich mal aus kommerzieller Basis denke, mache ich mir das gesamte Geschäftsmodell kaputt. Und das hat der EuGH meines Erachtens da nicht verstanden und da stimme ich BR voll und ganz zu. Genau, und es geht noch weiter sogar, nicht nur das, sondern derjenige, der in dieses WLAN rein möchte, muss halt... Also es muss noch andere Möglichkeiten geben, ins Internet reinzukommen. Ja, also wenn ich nur diese eine Möglichkeit, ich sitze in der Bibliothek und arbeite und will irgendwie mit jemandem kommunizieren, mit dem ich Mittag esse. Und der ist halt einfach nur über, was weiß ich, Skype oder so oder ICQ zu erreichen. Dann habe ich halt keine andere Möglichkeit. Und also wir nutzen so intensiv jeden einzelnen Tag das Internet,
um uns eine Arbeit zu suchen, um zu arbeiten, um uns zu verabreden, um uns zu informieren, um selber irgendwie kreativ zu sein, um unsere Reisen zu planen etc. Und wenn das aber umgesetzt wird, dann haben alle ihren Internetanschluss verschlüsselt und ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit mehr. Aber eine Voraussetzung, die der EuGH hier sagt, ist, dass es andere Mittel geben muss. Also er kickt sich halt irgendwie selber raus immer. Das ist so theoretisch angedacht, aber wenn man das umsetzt, dann hakt's. Da kommt man halt nicht weiter. Und es muss eben andere rechtmäßige, also nicht nur andere Möglichkeiten, sondern eben auch einen rechtmäßigen Zugang zu Informationen haben. Es ist halt nicht das Gleiche, heutzutage zum Kiosk zu gehen oder einen Fernseher anzuschalten. Internet funktioniert halt einfach anders und ist weiter verbreitet bei uns. Also diese Voraussetzung ist auch nicht gegeben und das ist auch ganz schön, das muss ich auch vorlesen. Jedoch erscheint eine von dem Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, also wie zum Beispiel Freifunk, ergriffene Maßnahme, die in die Sicherung des Internetanschlusses besteht, nicht geeignet, die Möglichkeit des rechtmäßigen Zugangs zu Informationen zu beeinträchtigen, über die die Internetnutzer die Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, verfügen, weil sie keine Sperrung einer Webseite bewirkt. Also es wird der ganze Zugang gesperrt, aber das ist halt deshalb nicht so schlimm, weil ja Inhalte direkt nicht gesperrt werden. Also weltfremder geht es jetzt nicht. Und ich habe mir das alles tatsächlich nicht ausgedacht. Und als letzte Voraussetzung, also bei den Juristen ist es immer so, man kann halt eingreifen und etwas regeln, wenn die und die und die Voraussetzungen gegeben sind. Die habe ich euch jetzt genannt, die sind nicht gegeben. Und als letztes muss halt diese Passwortsetzung auch noch denjenigen, der halt eine Überrechtsverletzung oder eine andere Rechtsverletzung begehen möchte, zuverlässig davon abhalten, auf die ihn unter der Verletzung genannten Grundrechte zugänglich gemachten Schutzgegenstände zuzugreifen. Das heißt, das Passwort muss auch so auf den Nutzer wirken, dass er definitiv Abstand nimmt für irgendwelche Rechtsverletzungen. Das ist die letzte Voraussetzung. Das ist so die Vorstellung von den Richtern, von den Höchstrichterlichen. Ja, die haben halt mit dem täglichen Leben, wie wir im Technischen unterwegs sind, nichts zu tun. Entweder haben sie den Anschluss verloren oder nicht bekommen. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig, da vor Gericht zu zeigen, wie die Wirklichkeit ist, also wie die tatsächlichen Umstände sind. Und ich danke für eure Geduld und übergebe an Reto. Später. Gibt es denn akut Fragen? Dann machen wir das danach. Okay, dann übernehme ich hier wieder. Also das war, was macht die Rechtsprechung derzeit? Also wir haben gesehen, die Rechtsprechung, also Kammergericht Berlin und das OLG Düsseldorf meinen also, dass Freifunker auch Maßnahmen ergreifen müssen. Zum Beispiel eben das WLAN verschlüsseln und die Nutzer registrieren. Dass das einen Freifunk komplett kaputt macht und dass das nicht funktioniert, ist da noch nicht so angekommen. Und jetzt kommt wieder der Gesetzgeber auf den Plan. Es gibt nämlich einen aktuellen neuen Entwurf, um den Paragraphen 8 TMG und gleichzeitig auch den Paragraphen 7 TMG abzuändern und jetzt endlich Rechtssicherheit zu schaffen. Und das ist alles noch nicht Gesetz, ist aber in der Mache und wird aller Voraussicht nach Ende Juni durch das Parlament gehen und dementsprechend dann auch bald in Kraft treten. Ich möchte euch kurz erzählen, was das bewirken soll. Also, zunächst einmal wird Paragraph 8 Absatz 1 diesmal endlich, wirklich endlich ganz klar gefasst. Steht da nämlich, dass
diese Privilegierung, also man soll nicht haften, es war ja vorher so, Schadensersatz war schon ausgenommen, nur eben nach Bundesgerichtshof und auch Europäischem Gerichtshof waren Unterlassungsansprüche nicht ausgenommen, das heißt Störerhaftung stand noch im Raume, das soll jetzt endlich fallen. Da soll eben drinstehen, wenn diese Anbieter, Klammer auf, sich neutral verhalten, dann können sie insbesondere nicht auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen werden und auch Ansprüche, die dahin gehen, also vorgerichtliche Ansprüche, Kosten etc., das fällt alles weg. Mit anderen Worten, wenn der Freifunkknotenbetreiber abgemahnt wird in Zukunft, dann sagt er, sorry, es kann sein, dass ich hier einen Nutzer hatte, der was Böses gemacht hat, aber ich betreibe eben einen Freifunkknoten, ich hafte nicht, deine Abmahnkosten zahle ich nicht und du kannst mich gerne gerichtlich in Anspruch nehmen, aber das wird nicht funktionieren, du trägst die Kosten am Ende auch noch. Das ist also die aktuelle Planung. Und dann steht in Absatz 4 etwas drin, was mich am Anfang total verwirrt hat. Ich habe 2 Wochen gebraucht, um diesen Entwurf zu verstehen, was einige andere auch heute noch verwirrt. Da steht nämlich dann drin, Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3, Klammer auf, das sind WLAN-Anbieter, dürfen von einer Behörde nicht verpflichtet werden, persönliche Daten zu erheben, die Eingabe eines Passworts zu verlangen, oder eben den Dienst einzustellen. Und dieser Absatz 4, der geht im Grunde genommen zurück auf das, was der Europäische Gerichtshof sich ausgedacht hat, was eben Bea gerade vorgestellt hat, dass der Europäische Gerichtshof nämlich gesagt hat, das ist doch überhaupt kein Problem, wenn man das WLAN zumacht und also ein Passwort verlangt und die Daten, also die Nutzer sich registrieren lässt. Da sagt der deutsche Gesetzgeber sagt jetzt, also jedenfalls eine Behörde darf das nicht machen. Und jetzt ist die große Diskussion oder das große Missverständnis am Anfang gewesen, was ist denn jetzt das, warum denn eigentlich nur von einer Behörde und was ist denn eigentlich mit einem Gericht? Und die Auflösung steht tatsächlich schon in Absatz 1. In Absatz 1 steht nämlich drin, es gibt überhaupt keine Ansprüche. Und nur, wie gesagt, der Absatz 4 ist dann eher weniger interessant. Es steht extra nochmal drin, Behörden dürfen bestimmte Sachen nicht, sie dürfen aber zum Beispiel andere Sachen. Der Hintergrund ist vermutlich, dass Behörden auch heute schon und schon seit langer Zeit in ganz speziellen Einzelfällen zur Gefahrenabwehr sagen können, bitte schalt doch mal deinen WLAN ab. Ja, also jetzt, hatten wir es kurz schon mal diskutiert, da ist eine Geiselnahme in der Bank und man will verhindern, dass der Geiselnehmer den Livestream vor der Bank sich angucken kann, wie also das SEK gerade an seiner Tür ist und dann sagt man eben lieber, Anbieter, bitte mach doch dein WLAN zu. Solche Maßnahmen sollen nicht ausgeschlossen werden. Ja, aber ansonsten alles andere schon. So, das ist das eine. Also jetzt endlich, Unterlassungsansprüche sind auch raus, da kann niemand mehr dran vorbei. Das steht im Gesetz. Ja. Also steht dann drin, Unterlassungsansprüche sind passé. Aber zum Ausgleich gibt es in § 7 Absatz 4 einen Anspruch gegen WLAN-Betreiber auf die Sperrung von Informationen, was auch immer das genau bedeuten soll. Und das ist was ganz Neues, das gab es vorher nicht, mit einer kleinen Ausnahme. Es gibt eine BGH-Entscheidung, da komme ich gleich noch darauf, die sowas Ähnliches schon gemacht hat. Aber jetzt gibt es einen extra Anspruch gegen WLAN-Betreiber, mit dem ein Rechteinhaber, der also, wenn File-Sharing über das Freifunk-WLAN passiert ist, soll der sagen können, bitte sperre ab jetzt den Zugang zu dieser Webseite oder sperre, nimm folgende Maßnahmen vor. Aber das ist eben was ganz anderes als diese Unterlassungsansprüche, Störerhaftung, die ja relativ schwammig sind. Denn da ist relativ klar, was man machen muss, zumindest in der Theorie. So, kurze Bewertung. Ich persönlich finde es sehr positiv, dass die Unterlassungsansprüche jetzt ausgeschlossen werden sollen, auch ganz klar. Es ist auch klar, es soll keinerlei Kostenerstattung mehr für Unterlassungsansprüche geben und dadurch wird eben das Risiko für Betreiber ganz klar reduziert und für Rechteinhaber reduziert sich auch das Interesse an solche Anbieter dran zu gehen. Trotzdem gab es auch berechtigte Kritik der Verbände, insbesondere eben an diesem Anspruch auf Websperren, also ECO, die digitale Gesellschaft etc. haben da große Kritik vorgebracht und die ist im Laufe des Gesetzgebungsprozesses teilweise aufgenommen worden. Da wurden so kleine Details geändert, aber also dass die eklatantesten gesetzgeberischen Fehler, die sind rausgenommen worden sozusagen, wo es ganz unklar war. Aber das Konzept, § 8 Absatz 1, Unterlassungsansprüche raus, § 7 Absatz 4, dafür einen Websperrenanspruch, die sind geblieben. Und jetzt mache ich einen kurzen Rückblick zum Ende des Jahres 2015. Da hat der Bundesgerichtshof 2 Entscheidungen, also ich habe jetzt hier nur eine aufgenommen, Access Provider 1 und 2 gefällt. Der Hintergrund war der, also
eine Entscheidung, die beim Landgericht Köln seinen Ausgang nahm. Da ging es um die Seite goldesel.to. Das war eine Webseite, auf der lauter eDonkey-Links vorhanden waren. Und da konnte man eben hingehen, sich die eDonkey-Links anklicken. Dann hatte eDonkey sich aufgemacht und man konnte eben die Daten, also die urheberrechtlich geschützten Werke, herunterladen. Und da hat der BGH damals gesagt, in ganz speziellen Fällen, wenn man es nicht schafft, die Seite abzuschalten oder den Host-Provider, wenn man entweder denjenigen, der die Seite betreibt, nicht kriegt oder denjenigen nicht kriegt, der die Seite hostet, dann soll man vom Access-Provider, das war damals die Telekom, soll man verlangen können, die Seite goldesel.to zu sperren. Ja, also diese Entscheidung gibt es schon. Und das ist sozusagen der historische Hintergrund. Und genau da setzt jetzt der Gesetzgeber an und sagt, der Bundesgerichtshof hat das ja schon mal entschieden, jetzt mache ich das zum Gesetz und verschaffe eben diesen 7 Absatz 4 zum Ausgleich dafür, dass ich die Unterlassungsansprüche komplett ausschließe. Und das Ziel dieses ganzen Dings ist eben, Bea hat das sehr schön vorgestellt, wir haben sich widerstreitende Grundrechte, wir haben einerseits die Eigentumsrechte, in Anführungszeichen Eigentumsrechte, also von Schutzrechtsinhabern. Auf der anderen Seite haben wir Informationsfreiheit, Kommunikationsfreiheit etc. Und bei den Anbietern eben auch sogar den Anspruch auf die Ausübung des eigenen Gewerbes. Denn wenn die Telekom was sperren muss, das greift in ihre Rechte wiederum ein. Und das muss man eben irgendwie zum Ausgleich bringen. Und da kommt hier eben dieses Websperren mit dem Ziel, künftige Rechtsverletzungen über diesen WLAN-Router zu verhindern, kommt da eben rein. Und der Gesetzgeber hat dann auch reingeschrieben, was er da sich vorstellt. Und da wird es dann so ein bisschen abstrus, auch das stand in der Kritik schon drin und ist nicht aufgenommen worden. Insbesondere soll man Portsperren gegen Filesharing einrichten. Bea hat es eben auch schon gesagt, das ist Murks. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die sagen, das funktioniert. Ich habe noch von keinem, der sich damit auskennt, gehört, dass das irgendwie funktioniert. Dazu muss man aber wiederum wissen, dass der Bundesgerichtshof in dieser Access-Provider-Entscheidung gesagt hat, es muss so eine Websperre, also auch bei Websperren, wir erinnern uns an Zensursula, war es ja so, dass man gesagt hat, ich kann doch über einen alternativen DNS oder einen alternativen Anbieter, kann ich doch trotzdem auf die Webseite zugreifen. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja, das ist grundsätzlich richtig, aber es reicht, wenn ich das erschwere, wenn ich den Zugang erschwere. Ich meine ja, dass Portsperren bei Filesharing nicht mal erschweren. Aber wie gesagt, da werden wir noch diskutieren müssen. Also das eine ist Portsperren gegen Filesharing, Sperren von Webseiten, wobei unklar ist, wie jetzt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also DNS-Sperren, IP-Sperren oder eben URL-Sperren als hybride Mittel. Und jetzt neu im Gesetzesentwurf oder im letzten Gesetzesentwurf ist dann eben befristete Datenmengenbegrenzung. Wenn ich merke, okay, wenn ich mehrere Anfragen kriege über meinen Hotspot oder über meinen Freifunknoten, sind ganz viele Rechtsverletzungen begangen worden, dann könnte man die Datenmengen pro Nutzer irgendwie runterschrauben. Also um Filesharing eben zum Beispiel weniger attraktiv zu machen. Was auch im Gesetzesentwurf, also in der Begründung drin steht, ist eine Anweisung an Gerichte, es soll immer eine Abwägung im Einzelfall stattfinden. Das heißt, die Gerichte sollen sich, was sie eigentlich ohnehin machen sollten, jeden Fall einzeln angucken und diese Abwägung treffen. Ja, was ist jetzt hier wichtiger? Und da gibt dann der Gesetzgeber ein paar ganz interessante Hinweise mit. Also erstens sagt er kein Overblocking. Also man soll nicht die Seite heise.de blocken, bloß weil irgendein einzelner Beitrag irgendwie in Rechte eingreift. Das ist auch eine Idee, die der Bundesgerichtshof schon aufgegriffen hat. Und da bei goldesel.to war es so, die haben sich die Webseite angeguckt, beziehungsweise irgendwer in dem Verfahren hat sich die Webseite angeguckt und hat gesagt, hier sind 4% legale Inhalte und 96% illegale Inhalte. Und da hat der Bundesgerichtshof damals gesagt, das ist zwar Overblocking, aber das ist zu vernachlässigen. 4%, das nehmen wir in Kauf in dieser Abwägung. Also das ist die eine Anweisung an die Gerichte und die zweite Anweisung ist eben diese Grundrechtsabwägung und da, ganz spannend, sagt der Gesetzgeber, also der deutsche Gesetzgeber, bitte beachte doch auch das Telekommunikationsgeheimnis. Und meines Erachtens, also würde ich das verstehen, ist das ein Wink an den Bundesgerichtshof, der hat nämlich in der Access-Provider-Entscheidung mal ebenso gesagt, ja, das Fernmeldegeheimnis ist nicht betroffen. Einfach so, poff, ja, kam aus dem Nichts, halte ich auch für falsch, aber so war es eben, aber nein, der Gesetzgeber möchte, dass das Fernmeldegeheimnis, also denn wenn man irgendwas sperrt, insbesondere wenn man die Packet Inspection macht oder auch wenn man URL-Sperren einsetzt, dann muss man ja schon gucken, was guckt sich der denn an.
Ja, welche Webseite guckt er sich an? Und um eben diesen Kontaktaufbau zu verhindern. Und da sagt der Gesetzgeber, liebe Gerichte, das müsst ihr euch genau angucken. So. Zusätzlich hat der Gesetzgeber noch was aufgegriffen, was der Bundesgerichtshof in seiner Access-Provider-Entscheidung auch gesagt hat, nämlich die Sperrung ist das letzte Mittel. Also man muss immer erstmal versuchen, an den eigentlichen Inhaber ranzugehen und dann an den Host-Provider und erst dann darf man an den WLAN-Betreiber. Das heißt, man muss zumindest Nachforschungen anstellen, wer steht denn hinter diesem rechtsverletzenden Inhalt und muss es wenigstens versucht haben. Das ist, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen Feigenblatt. Also ich bin auch schon mal angerufen worden, Reto, kennst du nicht irgendwelche White-Hat-Hacker? Das so war die Bezeichnung, die für mich herausfinden können, wer hinter einem Angebot steht. Und wenn die es nicht schaffen, ist auch in Ordnung. Ich brauche einfach nur ein Papier, das ich dem Gericht vorlegen kann, damit ich Websperren einrichten lassen kann. Das mit der Subsidiarität ist deshalb ganz wichtig, weil das eigentlich bei der Störerhaftung nicht so ist. Also generell im Zivilrecht ist es so, wenn ich Ansprüche habe gegen mehrere Leute wegen derselben Sache, dann kann ich gegen alle vorgehen. Ja, also man kann normalerweise nicht sagen, geh doch erst zum Host-Provider und dann komm zu mir. Das ist hier eine totale Ausnahme und die hat der Gesetzgeber eben auch vom BGH kommend aufgegriffen. Was auch noch interessant ist bei diesen Websperren, also man muss sich das jetzt eben so vorstellen, über diesen Freifunkknoten wird eine Rechtsverletzung begangen, das bekommt eben der Rechteinhaber mit und der kann jetzt einen Brief schreiben und sagen, so, bitte sperr doch mal den Zugang zu dieser Webseite. Ihr merkt, ich rede immer von Webseiten, denn bei Filesharing weiß ich nicht, wie Sperren funktionieren sollen. Deswegen, wie gesagt, also bitte sperr doch diese Webseite. Dafür kriegt der Rechteinhaber kein Geld. Also das war ja bisher so ein Teil des Geschäftsmodells. Für die Abmahnung gibt es auch schon Geld. Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Und zusätzlich, selbst wenn man jetzt diesen Anspruch auf Websperren gerichtlich durchsetzt und selbst wenn man da erfolgreich ist, dann trägt der Anbieter, der Freifunker, der Anbieter des WLANs, trägt nur die Gerichtskosten und die eigenen Kosten, aber nicht die Anwaltskosten der Gegenseite. Ja, also dadurch wird auch wieder das Interesse an diesem Anspruch stark reduziert. Es gibt verschiedene Probleme, die diesem Websperrenanspruch entgegengehalten werden, die auch meines Erachtens durchaus berechtigt sind. Das eine ist das Problem, das wir auch von Fake News und Facebook zu kennen glauben. Ob das so ist, weiß man nicht. Das Problem des vorauseilenden Gehorsams. Da kommt also jemand und sagt, bitte sperr die Seite, die Seite, die Seite und die Seite. Und bevor man sich auf ein teures Verfahren, oder nicht ganz so teures, aber nerviges Verfahren einlässt, sperrt man einfach. Und das ist eine tatsächlich, also meines Erachtens bestehende Gefahr, gerade weil WLAN-Anbieter in der Regel kleine Anbieter sind. Ich habe meinen einen kleinen Knoten, da habe ich keinen Bock, mich mit irgendwem zu streiten. Das zweite Problem steht hier bei mir als Nummer 3, ist, wie ist das Verhältnis zum EU-Recht? Also es gibt, der Professor Spindler sagt vielleicht ein paar von euch schon was, der sagt zum Beispiel, dieser Trade-off zwischen Websperren einerseits und dafür nehme ich aber den Unterlassungsanspruch komplett weg, der schützt die Rechteinhaber eben nicht ausreichend, weil diese Websperren eigentlich nichts bringen. Denn ich kann immer nur gegen den einen WLAN-Anbieter vorgehen und sagen, bitte sperr die Webseite. Und wenn dann der vermeintliche Verletzer dann zum nächsten Hotspot rübergeht und das Gleiche wieder macht, dann darf ich das gleiche Spiel mit dem auch spielen. Und muss eben quasi immer warten, bis die Rechtsverletzung da ist. Also da gibt es eben ein Problem. Möglicherweise ist das so nicht ganz rechtskonform, weil eben, und da kommen wir wieder zu dem, was Bea vorgetragen hat, der Schutzrechteinhaber zumindest teilweise rechtsschutzlos gestellt würde. Ein weiteres Problem, das ist jetzt ein bisschen speziell, ist, dass hier die Rechtsgrundlage zwischen geistigem Eigentum und anderen Rechten auseinanderfällt. Denn diese Websperren gehen nur bei Urheberrecht, Markenrecht etc. Die gehen aber nicht bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Wenn also jemand zu euch kommt und sagt, auf der Webseite werde ich übelst beleidigt, dann greift § 8 Absatz 1 und man sagt, ich kann gar nichts machen und ich muss auch nicht sperren. Ja, also da ist eine Unwucht drin, würde ich mal sagen. Das ist nicht nur hier ein Problem, das ist ein generelles Problem im deutschen Internetrecht, dass das geistige Eigentum sehr stark geschützt wird. Da gibt es starke Regeln für, die eben auch teilweise EU-europarechtlich vorgeprägt sind, während eben für den Persönlichkeitsrechtsschutz, der aus rein nationalem Recht oder weitestgehend aus nationalem Recht stand, da gibt es solche Regelungen einfach nicht.
Ja, das ist, wie gesagt, ein allgemeines Problem. Und dann noch, jetzt geht es wieder an die Gesetzesnerds, die Systematik ist schief. Also der Paragraph 8 TMG betrifft Internetzugangsanbieter und WLANs. Ja, die fallen ja da drunter. Der Paragraph 7 ist so eine allgemeine Regelung, die für alle gilt, die für den WLAN-Anbieter, also den Internetzugangsanbieter gilt, die für den Host-Provider und für den sogenannten Cache-Provider gilt. Warum sollte man dann einen Anspruch, der eigentlich nur gegen den WLAN-Betreiber greift, warum soll man den in Paragraph 7 reinschreiben und nicht in Paragraph 8? Das ergibt keinen Sinn. Also da alle gesetzgeberischen Fehler sind noch nicht beseitigt. Und die Frage ist eben, ob man irgendwelche obskuren Theorien daraus drehen kann, warum das jetzt alles doch anders ist. Aber im Augenblick würde ich mal sagen, um zu diesem Punkt ein kurzes Fazit zu ziehen, wenn dieser Entwurf Gesetz wird, dann ist für WLAN-Anbieter weitgehende Rechtssicherheit da. Nämlich einerseits, Störerhaftung ist raus. Ja, also Urteile wie OLG Düsseldorf und KG Berlin wird es dann nicht mehr geben. Man haftet Schichten einfach nicht mehr. Dafür muss man eben die saure Kröte schlucken und möglicherweise Websperren einrichten. Und ob die Rechteinhaber dann tatsächlich anfangen, diese Websperren einzufordern oder nicht, das muss man mal abwarten. So. Das selbstverständlich. Ich würde jetzt zum nächsten Thema übergehen, deswegen gerne jetzt. Genau, und zwar nehmen wir an, wenn man nach einem alten Schema quasi die Daten über ein VPN irgendwo in ein anderes Land weiterleiten würde. Mhm. Und sagen wir so, dort würden quasi nach dem Goldelsel-Urteil quasi irgendwelche Websperren existieren, die aber möglicherweise hierzulande nicht existieren. Jetzt hat ja der EuGH gesagt, dass ich quasi die Leute nicht den Grundrechten berauben darf, also ich dürfte quasi halt eigentlich nicht so eine Sperre einrichten, die dürfte dann nicht da sein. Also nehmen wir an, zum Beispiel mein VPN behindert jemanden anderen Zugang eigentlich zu einer Webseite zu bekommen, die hier vielleicht erlaubt ist, aber woanders nicht. Mhm. Verstoße ich dann gegen irgendein europäisches oder nationales Recht? Der EuGH hat das so nicht gesagt. Was der EuGH gesagt hat, um auf das zurückzukommen, was die BR hingeworfen hat, das war eine Grundrechtsabwägung und der EuGH hat gesagt, wenn du dein WLAN zumachst, dann greift das in die Rechte deiner Nutzer weniger ein oder in die Rechte aller potenziellen Betroffenen weniger ein, als wenn du eine Webseite sperrst. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, also eine Webseite sperren, das ist schon ganz schön heftig. Ja? Aber verboten ist es nicht. Ja? Also es ist auch so, die Telekom könnte theoretisch, oder nein, anders, da habe ich eine lange Diskussion mit einem Kollegen drüber geführt. Ein WLAN-Anbieter könnte theoretisch ohne weiteres sagen, bei mir gibt es nur Freifunknet, heise.de und E-Mail. Das geht. Ja, das kann vielleicht ein Problem geben zwischen dir und deinem Nutzer, aber so grundsätzlich darfst du Webseiten sperren in diesem Verhältnis. Ja, also natürlich, grübel, schwierige Frage. Netzneutralität ist, wissen wir noch nicht so ganz genau, was wir daraus machen. Ja, also ich nehme es einen Tick zurück. In dem Verhältnis zwischen dir und deinem Nutzer darfst du sperren. Es kann natürlich sein, dass du in die Rechte des Betreibers der Webseite eingreifst, aber dazu gibt es noch gar nichts, um ehrlich zu sein. Da gibt es noch keine Entscheidung. Oder, Bea? Kennst du irgendwas? Dankeschön. Kann ich auch nicht beantworten, aber ich finde die Frage außerordentlich interessant und gut, weil wir viel damit arbeiten. Und ich würde das jetzt mal übertragen, was darf eigentlich der Arbeitgeber alles sperren? Also wenn der Arbeitgeber sagt, ihr dürft halt meine Infrastruktur mitnutzen, also er kann ja oder nein sagen, zu was dann der Arbeitgeber tatsächlich auch zu verpflichten wäre. Oder die Frage als Anschlussinhaber in einer WG oder in einer Wohnung, wie weit darf ich als private Person in die Rechte von anderen eingreifen? Ich habe deshalb nochmal dieses Mikro genommen, weil ich immer wieder in Social Media lese, dass es keine Drittwirkung von Grundrechten gibt.
Das es ist so hanebüchen und es tut so weh, das schreiben auch Juristen, also auch die, die für Parteien im Bundestag sitzen, haben das im Staatsorganisationsrecht nicht weit geschafft. In, sie haben nur festgestellt oder geschafft zuzuhören, dass die Grundrechte sich natürlich zuerst aufgrund unserer Geschichte, die wir nun mal leider mit uns rumtragen, an den Staat wenden, als Schutz für Bürger. Aber natürlich gelten die Grundrechte auch zwischen uns. Ich darf nicht einfach irgendwelche Leute wegen ihrer Religion, also ihrer Religion oder ihrer politischen Meinung oder was weiß ich, diskriminieren. Es gibt auch einen Schutz zwischen Privaten bezüglich der Familie etc. Ja, natürlich gibt es halt Grundrechte und natürlich gibt es auch Bereiche, wo ich halt als Privater bei dem anderen nicht eingreifen darf. Datenschutz ist ein typisches Grundrecht, was auch zwischen Privatpersonen gilt. Also diese Frage würde ich vielleicht, können wir ja danach noch mal ein bisschen mit Reto und wer Lust hat, darüber sprechen und die Frage zu beantworten, was passiert eigentlich mit dem Tunneln, wenn ich halt das Rechtssystem von einem anderen Land reinhole und dadurch ja, das macht natürlich alles noch mal 1000 komplizierter, ja. Ja. Das ist richtig. Ich habe da mal eine Verständnisfrage als Laie. Das ersetzt jetzt quasi die Provider, das Provider-Privileg, wie wir es jetzt kennen. Ja. Was ja ganz klar sagt, wenn ich Informationen auswähle, gilt das Provider-Privileg nicht. Das heißt, nach meinem Verständnis mit einer Sperrung einer einzelnen Webseite kicke ich mich selbst aus dem Provider-Privileg und gehe in die volle Haftung für meine Nutzer, was möglicherweise auch für in Schulen existierende Websperren ganz interessant ist. Aber das ersetzt dann quasi das, das vorhandene Provider-Privileg, wie ja, wir es jetzt haben. Das ist einfach nur eine Ergänzung. Ich habe das heißt, dieses Auswählen von Inhalten, was mich aus dem Provider-Privileg, das bleibt bestehen. Das bleibt alles genauso bestehen. Das heißt, wenn ich eine Webseite sperre, kicke ich mich aus dem Provider-Privileg raus und bin haftbar für alle Handlungen meiner Benutzer. Ist das stark vereinfacht so denkbar? Das ist eine Theorie. Dieser Theorie bin ich mal länger nachgegangen. Und muss sagen, also das, was ich in der Literatur gefunden habe, was sich auch nur marginal damit befasst hat, stützt die Theorie nicht. Also Blacklisting wird wohl nicht Auswahl der Information sein, auch wenn man den Bundesgerichtshof zum Fernmeldegeheimnis nimmt. Diese ist die wählst du nicht die Information aus, die er sieht, sondern du sagst nur bestimmte Informationen, die darf man nicht sehen. Also das ist der Einwand ist richtig. Ich habe vorhin gesagt, der WLAN-Anbieter, der Internetzugangsanbieter verhält sich komplett neutral. Ich gehe davon aus, dass da eine Ausnahme gemacht wird. Denn ansonsten hätten wir mit allem, was Jugendschutz etc. angeht, hätten wir ein Riesenproblem, weil dann sofort das Provider-Privileg wegfallen würde. Ich habe mich mal anderthalb Tage lang mit diesem Problem befasst und ich bin immer wieder irgendwie gedanklich gegen eine Wand gestoßen. Ja, das ist ein total schwieriger, also ich kann dann irgendwie, was ist mit automatischer Auswahl, manueller Auswahl, also ich gehe davon aus, dass das kein Problem ist mit dem Provider-Privileg, aber das hat, also ich habe versucht, mich mal damit auseinanderzusetzen und ich bin daran gescheitert, auch ein bisschen aus Zeitproblemen. Ja, meine Frage wäre jetzt noch, mal gesetzt im Fall, ich habe jetzt irgendwelche Sperren eingerichtet, weil irgendwie ein Rechteinhaber mich kontaktiert hat und hat gesagt, sperr das mal. Meine Nutzer umgehen das, dann kommt der Rechteinhaber an und sagt, deine Sperren funktionieren nicht. Soll es da ein Wettrüsten geben oder kann ich dann einfach sagen, ich habe ja schon irgendwas gemacht, zum Beispiel DNS-Sperren, das reicht jetzt und jetzt kannst du mich nicht mehr belangen dafür? Eine schwierige Frage, wie immer in der Juristerei. Ich würde sagen, das werden wir abwarten müssen. Ja, also grundsätzlich sollst du sperren und es ist auch klar, dass du nicht alles verhindern kannst. Also wenn du eine Sperre nimmst, also das steht auch in der Gesetzesbegründung, es muss angemessen und verhältnismäßig sein, also du musst kein Wettrüsten mit eingehen. Du musst nicht immer schärfere Maßnahmen eingehen. Es muss dir als Anbieter auch noch zumutbar sein und dabei kann man eben auch berücksichtigen, gerade bei kleinen WLANs,
wie sind deine Ressourcen, ist zumindest meine persönliche Auffassung. Ja, dass wenn man so einen Plasterrouter zu Hause stehen hat, dass man da nicht genauso viel machen kann wie die Telekom, das ist vollkommen klar. Also was man wohl verlangen können wird, oder was der Gesetzgeber sich vorstellt, so rum sage ich es mal, der Gesetzgeber schreibt auch in seine Begründung rein, man kann ja auf die Whitelists oder auf die Blacklists von den Jugendmedienanstalten zurückgreifen und die einspielen. Und genauso könnte man dann eine URL dazu spielen. Ja, also da wird dann gesagt, goldesel.to bitte sperren und dann trägst du das ein und damit solltest du eigentlich durch sein. Wenn dann das jemand irgendwie umgeht, dann ist es eben so. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag oder zumindest bisher. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, wie weit diese Verpflichtung der Sperrung geht. Also angenommen, wir haben jetzt eine Freifunkfirma in einer Community ausgerollt, die wird von vielen Einzelpersonen eingesetzt, mit der jetzt jeder über ein eigenes VPN von verschiedenen Anbietern ein Internet irgendwie zur Verfügung stellt. Und diese Firmware sieht nicht vor, dass man Seiten blockiert. Diese Firmware hat auch keinen DNS-Server, wo man eine DNS-Sperre einrichten kann. Es gibt keine IP-Tables-Regeln, mit denen man IPs sperren könnte. Ist jetzt der einzelne Freifunker verpflichtet, eine Softwareentwicklung in Auftrag zu geben, die das dann ermöglicht? Oder ist da der Anbieter in der Pflicht und was ist da irgendwie zumutbar? Monique hat es ganz gut dargestellt. Das hat Monique gerade eben gemacht und es trifft es ganz gut. Der Gesetzgeber stellt sich die Fritzbox vor. Die Fritzbox, bei der ich die Liste von irgendwo runterladen und reinspielen kann. Diesen Fall hat sich der Gesetzgeber nicht vorgestellt. Und es wird wohl nicht verlangt werden können, dass man sich hinsetzt und irgendwas selber da rein programmiert und irgendwie in der Firmware rumbastelt. Das wird wahrscheinlich nicht verlangt werden können. Aber das kann ich nicht beantworten, eindeutig. Das ist die Krux dieses Gesetzes. Ja? Ich wollte kurz fragen, es gibt ja noch andere WLAN-Anbieter, beispielsweise die Telekom oder ein Hotel oder ähnliches, die dann einen kommerziellen Hintergrund haben und die proaktiv Dinge sperren, beispielsweise grundsätzliche Ports sperren, dass nur Web erlaubt ist oder nur Mail. Sehe ich das jetzt richtig, dass es ein Eingriff in meine informelle Selbstbestimmung ist oder in mein Grundrecht und man die grundsätzlich erstmal verklagen könnte? Es ist richtig, dass es ein Eingriff in deine informationelle Selbstbestimmung ist. Ob du die verklagen kannst, ist eine Frage der Abwägung. Bea hat es schon gesagt, es gibt eigentlich, sagt man immer, keine Drittwirkung der Grundrechte. Das stimmt nicht, denn auch im Verhältnis zwischen dir und deinem Anbieter fließen die Wertungen der Grundrechte fließen damit rein. Aber Grundrechte sind eben immer nur Leitlinien und du musst am Ende irgendwo, wenn du die Möglichkeit hast, eine Abwägung treffen. Und hier wird wahrscheinlich die Telekom sagen, ich möchte gerne bestimmte Dinge sperren, weil ich dies und jenes verhindern will. Und dann muss eben die Frage der Abwägung. Also ich habe mir das mit einem Kollegen näher angeguckt, aber auf vertragsrechtlicher Ebene. Dürfte die Telekom, wenn sie mir einen DSL-Anschluss verkauft, dürfte sie sagen, du darfst nur HTTP und E-Mail und sonst darfst du nichts? Da wird man wohl sagen müssen, nein. Ja, denn das, was ich da kaufe, ich kaufe dann kompletten Internetanschluss. Anders ist es aber, wenn ich zum Beispiel in einen Freifunkknoten reingehe und der sagt, ich habe halt hier so ein kleines Ding, ich habe keine Lust auf Stress, ich beschränke das. Ja, das ist unentgeltlich. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Da wird man wohl in diesem Verhältnis, ich sage jetzt ausdrücklich nicht, was über diejenigen, dessen Seiten gesperrt werden, in diesem Verhältnis wird man wohl sagen können, das ist noch in Ordnung. Also du kannst jetzt nicht mit großer Sicherheit gegen die Telekom vorgehen, bloß weil sie irgendwas sperrt. Also wie gesagt, wenn die Telekom dir als Internetanschluss so ein verkrüppeltes Ding verkauft, dann wirst du dagegen sicherlich vorgehen können. Ja, also ja, beim Hotel, wenn sie, also wie gesagt, ich habe es mit einem Kollegen lange, lange, lange diskutiert. Ich persönlich würde sagen, wenn es entgeltlich ist, muss eigentlich erstmal alles gehen. Es sei denn, der hat irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwas. Dann darf er einzelne Sachen vielleicht zeitweise sperren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es muss alles gehen. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, mein Kollege, der sagte eben, nee, also nicht Richterkollege, ein Rechtsanwalt, der sagte, nein, man muss auch sperren können. Der kommt eben so aus der Telekommunikationsanbieterecke, der hat da die Interessen. Da gibt es eben verschiedene Sichten. Also auch das, keine eindeutige Antwort, tut mir leid, muss ich schuldig bleiben. Hallo,
Ah, da. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja jetzt ein Entwurf von einem Gesetz und ich frage mich, wann das praktisch gesetzt wird, also ab wann es wird danach, also ab wann zählt es und wie wahrscheinlich ist das, die Sachen, die da gerade gut drin sind, wieder rausfliegen und die Sachen, die schlecht drin sind, irgendwie schlimmer werden? Also wie ist da der Verhandlungsstand? Also ich bin jetzt kurz vorgesprungen, weil ich da die Informationen aufgeschrieben habe. Der aktuelle Entwurf, so wie er jetzt ist, ist am 28.03. an die EU-Kommission notifiziert worden. Es gibt Regelungen, bestimmte Gesetze, die was mit Technik und so zu tun haben, müssen alle Mitgliedstaaten, bevor sie erlassen, der EU-Kommission notifizieren. Müssen sagen, hier, ich plane dies und jenes zu machen und dann gilt erstmal 3 Monate Stillhaltefrist. In diesen 3 Monaten darf man nichts beschließen. Sonst kann die EU-Kommission eben Vertragsverletzungsverfahren anstrengen. Die EU-Kommission könnte jetzt auch sagen, ich habe damit ein Problem und dann gibt es nochmal 3 Monate obendrauf und vielleicht noch ein bisschen. Aber jetzt stand jetzt, am 28.03. wurde der TMG-Entwurf notifiziert. Stillhaltefrist gilt bis zum 29.06. und wahrscheinlich wird dann um den 29.06., das ist so rund um die letzten Tage, in denen das aktuelle Parlament nochmal zusammenkommt, wird wahrscheinlich dieser Gesetzesentwurf beschlossen und dann muss er noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden und dann muss er im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden und dann tritt er in Kraft und dann sofort. Und das ist eben auch, also jetzt prozessual zurück, wir reden hier über Unterlassungsansprüche, ich habe es vorhin gesagt, die gehen immer in die Zukunft, also was die Störhaftung angeht. Das heißt, wenn sich die Gesetzeslage heute ändert und du hast ein Verfahren, also heute tritt er in Kraft und du hast gerade ein Verfahren vor Gericht und du verhandelst übermorgen, dann wirkt das. Ja, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung muss sich das geändert haben. Mit den Websperren ist es nochmal ein bisschen anders, aber also insgesamt wahrscheinlich Ende Juni und dann dauert es nochmal 4 Wochen oder so. Ich weiß nicht, wie lange der Bundespräsident Urlaub macht. Ich habe auch noch mal eine Frage. Rutschen jetzt sozusagen diese Websperren-Thematik damit auch in das normale Provider-Geschäft rein? Nein. Okay. Also der 7 Absatz 4 spricht ausdrücklich von Diensteanbietern nach § 8 Absatz 3 und das sind nur WLANs. Aber der Bundesgerichtshof hat eben im normalen Geschäft auch schon, den gibt es eigentlich schon, diesen Anspruch. Ja, es gibt jetzt halt aber für WLANs nochmal einen besonderen und da gibt es dann eben, wie gesagt, auch abweichende Kostenregelungen. Denn normalerweise ist es so, wenn ich ein zivilrechtliches Verfahren gegen jemanden anstrenge und ich gewinne, dann muss der andere alle Kosten tragen. Und das ist in diesem Verfahren eben anders. Jetzt wollte ich auch mal was fragen. mich interessiert, so, ich habe jetzt also so ein WLAN, biete so ein WLAN an und kriege jetzt Post. Also ich bin jetzt im neuen Gesetz, ne? Kriege jetzt Post. Und da sagt einer, ich soll was sperren. Ich hätte ein bisschen Bedenken, woher weiß ich denn, ob dieser Anspruch berechtigt ist? Laufe ich damit nicht auch Gefahr, dass wenn ich jetzt was sperre und es stellt sich irgendwie raus, das ist gar nicht der Anspruch sozusagen, dessen, der das verlangt hat, ist gar nicht rechtens sozusagen, laufe ich dann möglicherweise Gefahr, dass der, den ich gesperrt habe und dessen zum Beispiel Geschäftsbetrieb ich gestört habe, oder sogar ganz blockiert habe, mich dann in Schadensersatzanspruch nimmt? Ergibt sich daraus nicht so ein ganz neues Problem? Ich habe ja keine Möglichkeit, das soll ich jetzt also sozusagen auf Briefe hinsperren oder die Alternative ist eben, ich müsste mich aufs Gerichtsverfahren einlassen. Wie soll ich mich da verhalten? Theorie und Praxis grundsätzlich denkbar ja, dass der dich in Anspruch nimmt und sagt, hey, nimm die Sperre raus und über deinen total hochfrequentierten WLAN-Hotspot sind mir jetzt 1 Million Seitenabrufe entgangen und deswegen hätte ich von Google 4,33 Euro bekommen und die hätte ich gern von dir. Theoretisch denkbar. Ja? Aber das wird ziemlich schwierig. Ich glaube, dass die Situation sich nicht wirklich stellen wird. Aber das ja, ist ein Problem. Ein generelles Problem mit Websperren. Naja, ich habe das deswegen gefragt, weil ich das noch aus der Host-Provider-Diskussion kenne, aus der ersten Novelle, wo es schon mal darum ging, den Host-Providern da gewisse Dinge aufzuerlegen, wo die gesagt haben, sorry, woher soll ich das denn wissen? Ne? Und gerade wenn es ein Provider macht, ich meine, die stehen wirklich vor dem Problem, wenn einer hingeht, ne? Und dann sperren sie die Webseite ganz und dann ist nicht nur mein WLAN, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ja, ist vollkommen richtig. Die andere Frage ist, die ich habe, bezieht sich das jetzt nur tatsächlich auf, wir Freifunker haben ja nicht nur einzelne Knotenbetreiber, also sozusagen WLANs, wie sieht es denn an der Stelle der Gateways aus, der VPNs oder anderer
ein Backbone oder so. Die sind keine Anbieter nach § 8 Absatz 3. Die bieten ja kein WLAN an. Also da muss man auch wirklich nach den einzelnen Diensten unterscheiden, nach meiner Auffassung. Also da gibt es der Uplink, der VPN, das ist halt was anderes als das Moment mal, ich gehe hier nochmal zurück. Diensteanbieter, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. Das heißt, der VPN ist niemand, der ein drahtloses lokales Netzwerk betreibt und dementsprechend gilt das für ihn nicht. Das heißt, er muss auch keine Websperren, zumindest nicht nach 7 Absatz 4 machen. Und für solche Anbieter weiß ich auch nicht, ob der Bundesgerichtshof das einrichten würde, aber das ist auch offen. Das heißt, so ein Anspruch könnte grundsätzlich jemand gegen einen WLAN-Anbieter auch geltend machen, wenn er seinen Datenverkehr im Ausland abwickelt? Stimmt. Also wenn ich ein deutscher, Mensch bin, der sozusagen einen WLAN-Access Point betreibt, der einen Tunnel hat nach Schweden und da fällt alles raus, dann kann sozusagen der Rechteinhaber gegen den WLAN-Betreiber trotzdem diesen Anspruch geltend machen, auch wenn der Datenverkehr im Ausland abgewickelt wird. Auch hier wieder Theorie und Praxis, ja, ganz klar, denn Anbieter nach 8 Absatz 3, wenn die anderen Voraussetzungen vorliegen, nur da dein Datenverkehr eben irgendwo im Ausland rauspurzelt, wird er nicht auf dich kommen. Ja? Sorry, kannst du es mir noch mal kurz für Dove erklären? Wenn ich meinen DSL-Anschluss über ein Freifunknetz freigebe, dann muss ich sperren und wenn ich den DSL-Anschluss meiner Frau übers Freifunknetz freigebe, nicht? Nein. Dann habe ich es falsch verstanden. Danke. Die Frage ist ja der Punkt, wo die Anfrage aufschlägt. Sie macht das NAT. Ja. Sie macht das, was der VPN-Gateway macht, nur dass da kein VPN ist, sondern ein Netzwerkkabel. Und sie sagt, nee, wir haben hier halt Kunden, aber ich bin kein WLAN-Provider. Und ich sage, ja, ich bin zwar WLAN-Provider, aber ich bin hinterm NAT. Bei mir schlagen die Anfragen nicht auf. Und deshalb, wenn ich jetzt den Anschluss meiner Frau scheren würde über das WLAN, dann würde das schon nicht mehr greifen? Ist das komplett Blödsinn, was ich gerade denke? Ich lese mir gerade hier 8 Absatz 3. Diensteanbieter, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. Frage Nummer 1, macht deine Frau das? Wie stellt mir Internet zur Verfügung? Sie stellt mir ein Kabel zur Verfügung. Sie macht drahtgebundenen Internetzugang für mich. Sie macht kein WLAN, da ist keine Antenne dran, das ist ein Router ohne WLAN. Würde ich vor Gericht nicht austesten. Würde ich auch nicht, aber es ist einfach mal so, sorry, das ist der Nerd in meinem Kopf, der diese doofen Fragen... Ja, das ist ja das Tolle und gleichzeitig die Krux an technischen Fragestellungen. Ja? Man kann alles irgendwie anders bauen und basteln und jedes Mal ist es anders. Das macht so viel Spaß, es macht aber auch so viel Probleme. Also ja, die Theorie würde ich nicht ausprobieren wollen. Ja, ich gehe davon aus, dass man, also man könnte ja mal die Bundesnetzagentur fragen, was die dazu sagt. Ja? Oder es könnte sein, dass die dann sagen, deine Frau ist der WLAN-Anbieter. Kann sein. Da möchte ich gleich nochmal ansetzen. Das Thema ist ja prinzipiell, jeder, der ein WLAN betreibt, ist ja dann in dem Moment in der Haftung. Also nicht wir als Freifunker, sondern die das WLAN zur Verfügung stellen. Dem wir jetzt erzählen, also die Knotenbetreiber. Ja, aber die es sperren müssen, die dann halt die IP-Tables-Regel und so. Genau, die müssten sperren. Aber wie gesagt, Trade-off, sie sind aus der Haftung raus. Sollte man auch ganz klar sagen. Haftung, Schadensersatz, Beseitigung, Unterlassung, das ist alles erstmal weg. Rechtssicherheit insoweit ja. Trade-off, ja, die saure Kröte, also ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind natürlich diejenigen, die an der Front stehen, weiterhin, ja. Die müssten dann den Stecker ziehen, dann würden sie aber andere wieder schädigen, was du vorhin gesagt hast, und die würden dann nicht mehr das WLAN zur Verfügung stellen können. Naja, gut, was ich meinte ist, wenn ich jemanden sperre und damit sein Netz, also eine Webseite sperre und der verdient dann kein Geld mehr. Ja, aber umgekehrt ist ja der Umkehrschluss auf der Linie. Es gibt ja Leute, die auch nutzen dieses Netz sehr aktiv und nutzen das auch für ihre Geschäfte teilweise. Also die dann klipp und klar sagen, hey, hier ist ein breites Netz vorhanden, ich gehe darüber online und verdiene da mein Geld. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, aktuell Bitcoin ist ein hochinteressantes Thema,
verliert ein paar Millionen dadurch, dass er seine Coins nicht verkaufen konnte, der könnte mich ja genauso gut verklagen, weil ich dann den Hotspot nicht mehr zur Verfügung stelle. Das wird ziemlich schwierig, weil mit der Telekom kannst du das Argument diskutieren. Aber wenn dir jemand unentgeltlich, also im Grunde genommen wird ja hier der Internetzugang verschenkt, in Anführungszeichen. Da wird es schwierig, solche Haftung, also sowas zu generieren. Also selbst wenn man da, also wer darüber im Wissen, dass das eine Privatperson betreibt, wer darüber irgendwelche Tradings-Sachen macht, die Bruchteile von Sekunden abhängig sind, sehe ich keine Chancen, um ehrlich zu sein. Selbst schuld. Dann soll er halt sich für teures Geld einen richtigen Anschluss legen lassen. Ja? Also das Risiko sehe ich nicht. Echt? Reto, darf ich ganz kurz antworten? Oh, komm. Selbstverständlich. Voraussetzung für die Ansprüche auf Sperren ist ja, dass diejenigen, die jetzt abmahnen, irgendwie einen Profit davon haben. Und das steht ausdrücklich im Gesetzestext drin, dass der wegfällt. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, bin noch ein bisschen mutiger als Reto und sage, dass es diese Ansprüche nicht mehr geben wird, weil die sämtlichen Abmahnungen nicht dazu dienen, Urheberrechte tatsächlich durchzusetzen, sondern Geld zu verdienen, Geld hin und her zu bewegen mit irgendwelchen Pauschalverträgen und Lizenzierung und was da für eine Kette dran ist. Und mit diesem Entwurf fällt das Finanzielle komplett weg und dann auch das Bedürfnis, hinter Anschlussinhabern Herr zu sein. Also ich halte diese Websperren natürlich, überhaupt Sperren, ja, dadurch, dass es nicht funktioniert und man da halt andere Probleme hat und so, ist natürlich nicht so schön, aber es stört mich nicht, dass es da drinne steht, weil es wird halt nie irgendwie umgesetzt werden, weil damit gar kein Geldverdienen mehr verbunden ist und das ist der Punkt. Deshalb durchwinken. Also es ist schön, dass wir uns über Websperren unterhalten, also oft und viel, weil außerhalb unserem Kreis ist nicht ganz klar, dass es halt nicht funktioniert und was für Folgen auch damit verbunden sind. Aber es darf oder sollte nicht dafür sorgen, dass dieses Gesetz nicht verabschiedet wird. Weil innerhalb dieser beiden Paragraphen, innerhalb dieser Novellierung wird es bestimmt nicht angewendet werden. Meine Meinung. Der Witz ist, es ging genau darum. Ach so. Weitere Fragen, Anmerkungen an dieser Stelle, weil Reto hat ja noch einen weiteren Teil für uns vorbereitet. Könnt ihr alle noch ein bisschen? Ja? Yeah! Yeah. Gut, okay. Okay, also wenn da noch Fragen kommen, auch da zum anderen jederzeit. Was nicht nur Freifunker, aber die im Augenblick, habe ich das Gefühl, insbesondere umtreibt, ist die Frage, was ist eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung? Wir haben ja in Deutschland wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Deutschland hatte das ja eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat es gekippt. Alles Murks, haben die gesagt. Jetzt hat Deutschland es wieder neu eingeführt. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof die europäische Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie auch gekippt. Hat gesagt, alles Murks, aber in Deutschland wird es trotzdem erstmal durchgezogen. Zum 1.7. muss Vorratsdaten gespeichert werden. Es gibt Riesenkritik daran. Das ist aber für Freifunker erstmal ehrlich gesagt total uninteressant. Denn die Bundesnetzagentur hat 2015, also die Bundesnetzagentur ist diejenige, die unter anderem eben für die Meldungen zuständig ist, die aber hier auch so ein bisschen Deutungshoheit hat. Und die hat im Jahr 2015 im Amtsblatt eine Meinung veröffentlicht und die haben eine bestimmte Abgrenzung gemacht und die haben damals gesagt, zur Meldepflicht. Meldepflichtig ist, wer einen Telekommunikationsdienst erbringt. Nicht meldepflichtig ist, wer daran nur mitwirkt. Und dann gibt es in diesem Amtsblatt gibt's auch noch so ein paar Beispiele. Wenn ich meinen DSL-Anschluss Dritten zur Verfügung stelle, über ein WLAN zum Beispiel, dann wirke ich nur mit. Die Telekom macht den eigentlichen Kram. Während wenn ich ein ganzes Dorf mit einem Anschluss versorge,
dann erbringe ich selber und dann muss ich auch melden. Und genauso verhält es sich mit der Vorratsdatenspeicherung. Wer den Dienst erbringt, muss Vorratsdaten speichern, wer daran nur mitwirkt, nicht. Wer also einen Knoten betreibt oder auch drei oder fünf und da jeweils den DSL-Anschluss teilt, der muss nicht speichern. Das steht auch ausdrücklich in der Gesetzesbegründung zur Vorratsdatenspeicherung in der Bundestagsdrucksache, die ich hier abgedruckt habe. Ja? Ich habe dazu übrigens auch zu dieser Meldung von der Bundesnetzagentur habe ich einen längeren Beitrag im Blog und zum Thema Vorratsdatenspeicherung und wie sich das auswirkt, habe ich auch einen längeren Beitrag bei mir im Blog. Also da müsst ihr, ist schon ein bisschen älter, müsst ihr suchen nach Vorratsdatenspeicherung, da findet ihr das. Hier ist der Gegenbeispiel ein Dorf. Du versorgst als Einzelanbieter ein komplettes Dorf, genau. Das irgendwie die letzte Meile noch nicht mal ins Dorf gelegt hat, also ja. Noch nicht mal ansatzweise, versorgst du über eine Leitung allein mit WLAN. Und wie wäre es dann zum Beispiel mit einem Wohnheim, wo es gar keinen Anschluss gibt? Ist ja kein Dorf, ist keine Örtlichkeit, aber trotzdem ein Örtchen, wo es noch keinen Anschluss gibt. Ja, die Frage, die sich stellt, ist, mit was machst du das? Steht hinter dir der DZIX, ja, oder Cogent oder irgendjemand? Oder steht hinter dir die Telekom mit einem DSL-Anschluss? Das ist das, wo die Bundesnetzagentur sagt, hinter dir gibt es jemanden, der erbringt den eigentlichen Telekommunikationsdienst und du spielst nur mit und setzt noch was obendrauf und lässt andere mitnutzen, mit rein. Das ist die Unterscheidung, die die Bundesnetzagentur hier macht und sagt, du wirkst nur mit, die Telekom soll da Vorratsdaten speichern, du bist befreit. Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, jeder einzelne Freifunkknotenbetreiber muss keine Vorratsdatenspeicherung machen. Das sage ich so deutlich, damit da auch keine Missverständnisse auftreten. Ja? Ja, ich habe hier noch eine Frage aus dem Internet. Und zwar, die Frage heißt, Freifunk stellt keine TK-Dienste für Endbenutzer bereit und muss deswegen keine VDS machen. Ob du dieser Argumentation folgen könntest? Das Problem ist hier jetzt die Begrifflichkeit. Das Telekommunikationsgesetz hat verschiedene Begrifflichkeiten. Und da gibt es eben den Telekommunikationsdiensteanbieter, da wird man sagen müssen, Freifunk ist ein Telekommunikationsdiensteanbieter. Dann gibt es das geschäftsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdiensten. Da kann man dann wieder diskutieren, wie es bei Freifunk ist, wohl eher nicht. Und wie gesagt, die Vorratsdatenspeicherung in § 113a Telekommunikationsgesetz knüpft daran an, ob man Erbringer von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten ist. Ich habe es, glaube ich, hier auch, genau, da, 113a TKG, Erbringer öffentlicher Telekommunikationsdienste, und das wird definiert, in der Regel gegen Entgelt erbrachte Dienste, die in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen. Das ist jetzt ein bisschen gekürzt aus der Definition. Und da wird, wenn man sich das anguckt, Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze, WLAN, ja, öffentlich an Dritte, ja. In der Regel gegen Entgelt. Normalerweise zahlt man bei der Telekom für sowas Geld oder bei Hotspots oder bei irgendjemandem zahlt man auch Geld, ja. Mit anderen Worten, erbracht, Erbringer. Das ist das Wort, an dem sich es dann entscheidet. Und da sagt eben die Bundesnetzagentur, erbringen tut nicht derjenige, der einen DSL-Anschluss verteilt, sondern der, der direkt die Leitung hinlegt, sozusagen. Ja. Okay, dann. Also mit anderen Worten, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, ich teile diese Auffassung. Kann man da jetzt wieder in so ein ähnliches Problem wie eine wie so eine Störerhaftung reinlaufen, dass die Vorratsdatenspeicherung passiert auf meinem DSL-Anschluss, der auf meinem Namen läuft, dann wird alles da gespeichert, dann ist irgendwer der Meinung, irgendwas, was damit gespeichert wurde, weiß ich nicht, stört irgendwen, also und dann werden Ermittlungen gegen mich gemacht, weil das ja mein Anschluss war. Gibt es da eventuell dann auch Probleme? Also durch die Vorratsdatenspeicherung ändert sich das Problem nicht. Also natürlich ist der Anschlussinhaber derjenige, der nach außen auftaucht.
Aber da greift ja die da greift ja der Paragraph 8 Absatz 1 Telemediengesetz. Also du als Anbieter, also klar, wenn du bei dir zu Hause sitzt und irgendwelche bösen Sachen über deinen Anschluss machst, dann haftest du dafür. Das ist klar. Während wenn das jemand anders macht, der über deinen Freifunkknoten reingeht, dann greift Paragraph 8 Absatz 1, wenn du nicht irgendwie dich nicht neutral verhalten hast. Und dementsprechend kannst du dann sagen, ich hafte nicht, und da ändert die Vorratsdatenspeicherung nichts. Ja, nur, also das sieht auch die Bundesnetzagentur ein. Es bringt natürlich nichts, das zu speichern. Ja? Also, denn man wird hinter dem WLAN, hinter das WLAN kann man trotzdem nicht gucken. Das NAT ist da einfach die Sperre. Ich bin ein bisschen verwirrt von deiner Folie gerade. Also du hattest gerade gesagt, der Knoten, soweit waren wir jetzt schon, der Knoten, Betreiber. No. Genau, so. So, jetzt geht's, genau, und jetzt Vereine, VPNs. Ja, genau, danke. So, das Problem ist jetzt, ich bin eben nur für die Definition hingesprungen, die sich, so wie ich das verstanden habe, manche der Community-Vereine, so nenne ich sie jetzt einfach mal, wie eben der Förderverein oder der Freifunk Rheinland, was die sich stellen, die betreiben halt eigentlich nicht das WLAN, sondern die betreiben halt ein VPN, die betreiben einen Uplink. Und die stellen sich die Frage, ob sie jetzt als VPN-Anbieter unter die Vorratsdatenspeicherung fallen. Und da hat die Bundesnetzagentur eben wohl, soweit es, da habe ich auch nur Berichte drüber gelesen, da habe ich selbst von der Bundesnetzagentur nichts in der Hand, und der Stefan hatte das vorhin im Grunde genommen, ich sehe ihn gerade nicht, hatte das im Grunde genommen genauso berichtet, reine VPN-Anbieter werden wohl nicht speichern müssen. Die Idee auch dahinter ist, ich gehe über meinen Telekom-Anschluss zum VPN-Anbieter, der routet meinen Verkehr irgendwo hin, und da purzelt es dann raus, oder beim VPN-Anbieter purzelt es dann halt wieder raus. Die Telekom kann ja immer noch speichern. Ja, also das ist, glaube ich, die Ratio Legis, die Idee dahinter, warum man da nicht speichern muss. Aber das sehe ich derzeit als offene Frage. Es gibt Versuche, das mit der Bundesnetzagentur klarzustellen. Wie gesagt, der Stefan hatte da was, und auch der Freifunk Rheinland versucht das, glaube ich, gerade. Da warten wir noch auf Antwort. Ja, also ich gehe derzeit eher davon aus, dass die Community-Uplinks, dass die nicht speichern müssen. Aber das kann ich nicht eindeutig beantworten. Nur um das einmal zu konkretisieren, du sagtest reine VPN-Anbieter. Jetzt gibt es auch Stellen, wo gar kein VPN im Spiel ist. Konkretes Beispiel in Hamburg per IPv6. Wir peeren mit anderen Netzen direkt. Mhm. Und wir haben Stellen, wo direkt WLAN, also per WLAN, per Richtfunk Daten an die Gateways laufen, wo wir eine direkte Verbindung haben. Da ist ja kein VPN-Anbieter irgendwie zwischen. Mhm. Meinst du auch so einen Fall? Das würde ich wieder unter die andere Kategorie stellen. Okay. Ja? Also grundsätzlich im TK-Recht. Man unterscheidet die Dienste. Man betrachtet in der Regel jeden Dienst einzeln. Wie ist es für den Dienst Uplink? Was ist mit dem Dienst, ich kriege per Richtfunk Daten und die leite ich ins Internet? Ja, und da wird dann wieder die Frage sein, bist du Erbringer oder bist du nur Mitwirkender? Ja, und da wird es, wenn du jetzt dann wirklich per Richtfunk das Dorf komplett anbindest, da wird es dann schwierig. Ja? Da könnte dann aber was anderes für dich greifen, nämlich es gibt eine Verordnung, die Vorratsdatenspeicherung wieder ausfüllt, und da stehen auch noch andere schöne Dinge drin. Und insbesondere sieht die den Fall vor, dass man nicht direkt wie die Telekom den Vertrag mit Max Mustermann schließt und dessen Datenverkehr irgendwo hinroutet, sondern dass man nur anhand der MAC-Adresse Leute theoretisch identifizieren könnte und ansonsten keine Kennungen vergibt, also keine DSL-Anschlusskennung etc., eben den klassischen VPN zum Beispiel oder WLAN. Und solche Internetzugangsdienste sollen erst speichern müssen, wenn sie mindestens 100.000 Teilnehmer haben. Ja? Und da wird es dann auch mit dem Dorf wieder schwierig. Wobei, nächste Frage hat auch der ECO schon aufgeworfen. Hab ich mit dem Thomas im Buch auch länger mir ein bisschen Gedanken gemacht, sagen wir es so. Was ist eigentlich... Also wie zähle ich die 100.000?
Das waren früher 10.000. Ja? Also klar, jeder einzelne Freifunkknoten wird schwerlich auf 10.000 Nutzer oder 100, noch weniger auf 100.000 kommen. Der Teilnehmer ist eigentlich derjenige, der ein Vertragsverhältnis hat. Jetzt hat man bei Freifunk nicht so ein richtiges Vertragsverhältnis. Deswegen ist eben die Frage, wie zähle ich die, sagt der ECO auch, weiß eigentlich keiner, steht in der Überwachungsverordnung nicht drin. Eventuell gibt es irgendwann mal von der Bundesnetzagentur so ein paar erhellende Worte, wie man das eigentlich macht. Thomas und ich haben damals vorgeschlagen, auf den typischen Nutzungszeitraum abzustellen. Wie lange nutzt ein Freifunknutzer? Ja, da gibt es sicherlich welche, die nutzen das jeden Tag über Jahre hinweg. Und dann gibt es sicherlich auch welche, die nutzen das nur ja, mal, wenn sie vorbeikommen. Und dann kann man Pi mal Daumen machen. Und auf 100.000 kommen ist ziemlich schwierig. Ja. Teilnehmer sind Personen. Ja? Das sind immer Personen. Du zählst nicht die Anzahl der Geräte. Also ich wollte gerade kurz darauf hinweisen, dass es technisch unmöglich ist, auch 10.000 Teilnehmer im WLAN zu erreichen, weil der Standard das nicht hergibt. Also pro einen Hotspot sind 2.000 irgendwo, da ist die Grenze, mehr geht gar nicht. Mhm. Also ein Hotspot kann das gar nicht leisten. Ja. Ich habe eine andere Frage. Ich greife da noch mal kurz ein. Es gibt ja auch Anbieter, Unity Media, Telekom etc., die viele, viele WLAN-Hotspots zusammenschließen. Es gibt ja, oder die viele Hotels versorgen, die kommen auf 100.000 Nutzer, die müssen Vorratsdatenspeicherung betreiben. Also wir sind als Verbindungsnetzbetreiber bei der Bundesnetzagentur registriert. Meines Erachtens bringen wir keine Kommunikationsdienste mit Endkunden, wenn ich das so ausdrücke im TK-Sprech. Sind wir von der Vorratsdatenspeicherung betroffen? Das würde auch ungefähr auf den Freifunk Rheinland, glaube ich, zutreffen an der Stelle. Ich tendiere zu einem Nein, ich müsste aber die Begrifflichkeiten nochmal genau nachgucken. Ja, also es gibt in § 3 TKG gibt's irgendwie 28 verschiedene Begriffe, die da ganz kryptisch definiert werden. Und da findet sich dann auch sowas wie Endnutzer etc. Da müsste ich nochmal genau nachgucken, wie sich das verhält. Können wir nachher nachgucken. Kurze Frage, und zwar Vereine, das DFN, ne, also Deutsche Forschungsnetz, ne, die haben ja auch relativ viele Universitäten, die beispielsweise Netze bereitstellen und unter anderem so ein EduRoam bereitstellen. Mhm. Nun kann ich ja damit quasi überall auf der Welt, kann ich irgendwo online gehen, kann also quasi die Authentifikation läuft über meine Heimuniversität. Normalerweise ist es so, dass die Uni selber, also wenn ich jetzt über eine andere Uni gehe, da an der Stelle kein Logging betrieben wird. Ne? Also jetzt ist natürlich die Frage, wer muss an der Stelle eigentlich die Vorratsdatenspeicherung machen? Weil wenn das DFN das jetzt nicht macht und es macht die Uni, dann hat eigentlich keiner die Informationen, richtig? Ohne das jetzt näher geprüft zu haben. Ich weiß nicht genau, wie EduRoam aufgebaut ist, wie es funktioniert. Und ich habe mir jetzt, das gestehe ich, das alles hier für Freifunk angeguckt. Das ist alles neu. Ja, das ist alles, wie gesagt, ich würde sagen, die Unis müssen speichern. Aber da will ich mich nicht festlegen. Und das Problem, dass die Anmeldeinformationen und der eigentliche Traffic, dass das auseinanderfällt, das ist dann halt so. Ja? Also auch hier, der ECO hat eben auch eingeworfen, Vorratsdatenspeicherung in WLANs oder Vorratsdatenspeicherung bringt in vielen Fällen nichts, weil halt immer noch nicht klar ist, wer denn jetzt was gemacht hat. Und das ist da dann eben genauso, das ist dann einfach so. Genauso wie die Frage, ob man eine Auskunft erteilen muss, wenn man es nicht weiß, dann kann man halt auch nichts sagen. Ja, du musst grundsätzlich auch nur genau das speichern, was eben im TKG drinsteht. Und wenn das hinterher kryptische Informationen ist, Datenmüll ist, dann ist es halt Datenmüll. Aber speichern musst du es leider trotzdem. Reto, eine Frage. Weil du jetzt immer da stehst und ich also. Mist. Also ja, aber dieses Beispiel zeigt ja so deutlich, dass Vorratsdatenspeicherung wirklich, wirklich für den Arsch ist. Ja? Also, aber es kann doch einfach nicht sein, sind die dumm?
Ich kann dir nur mit dem Bundesverfassungsgericht antworten, so schlimm ist es nicht, dass man es sofort entscheiden müsste und nicht abwarten könnte, bis ein normales Verfahren durchgeführt wird. Ja, so schlimm, die sagen, so schlimm ist der Eingriff nicht, aber die Regelung an sich bringt überhaupt nichts außer Einschüchterung. Ja, und nicht mal die. Dass die Vorratsdatenspeicherung in den meisten Fällen praktisch null bringt, dass sie eigentlich auch nur für ganz spezielle Fälle gedacht ist, also schwerste Straftaten, zum Beispiel Einbrüche. Ja, da rennst du da bei mir offene Türen ein. Ja, also ich, mit dem Stefan habe ich mich ja vorhin unterhalten, also wahrscheinlich löst sich das Problem irgendwann demnächst mal genauso, wie sich die erste Vorratsdatenspeicherungsregelung gelöst hat. Denn dass das schwerlich mit dem, was der EuGH sich da ausgedacht hat, vereinbar ist, was wir jetzt haben, das steht dem auf die Stirn geschrieben. Das sagt ja, wenn ich mich recht erinnere, auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Der sagt, das, was da im Gesetz steht, das lässt sich nicht mit dem vereinbaren, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat. Ich würde dich auch noch gerne was fragen. Wir hatten vorhin über diese 18 Monate gesprochen. Mhm. Also, dass es zwar diesen Stichtag gibt, 1.7., aber das, ich weiß nicht, ob du es schon nachgucken konntest du? Mhm. Aber du darfst gerne das Problem schildern. Also, dass es darum ging, dass dort in diesem Amtsblatt eine Veröffentlichung gab und wo halt drin stand, dass man 18 Monate... Stand eben nicht drin. Stand eben okay, nicht drin. Okay, jetzt greife ich doch wieder ein. Also ja, sag du lieber besser. Die Bundesnetzagentur hat wohl, jemand von der Bundesnetzagentur hat jemandem von hier, jetzt nenne ich keinen Namen, wohl am Telefon irgendwie gesagt, dass die ersten 18 Monate, die irgendwie sowieso nicht irgendwas machen können. Also es haben ja ganz viele Angst davor, dass jetzt Stichtag 1.7. Eine Kostennote ins Haus flattert mit 10.000, 100.000 Euro und irgendwer belangt werden könnte. Das ist ja so eine, das mal auf den Punkt zu bringen, Angst, die gerade umgeht, wo man sich jetzt fragt, was soll ich denn jetzt machen? Danke. Genau. Und jetzt ging es darum, gibt es irgendwie eine Schonfrist oder sowas noch danach? Also so wie ich die Auskunft, die mir zugetragen wurde, verstanden habe, gibt es eine Schonfrist und die besteht darin, ab 1.7. knöpfen wir uns erstmal die Großen vor und mit denen sind wir dann eine Weile beschäftigt. Bis wir zu den Kleinen kommen, das dauert so lange, dass die Vorratsdatenspeicherung bis dahin wahrscheinlich gefallen ist. Aber ich habe jetzt mal eben in dem, was mir hier zur Verfügung stand, auf die Schnelle geguckt. Ich habe die Zahl 18 Monate, die mir auch nicht eingeleuchtet hat, habe ich nicht gefunden. Also es ist meines Erachtens, also man kann nicht sagen... Ab 1.7. muss gespeichert werden, aber Bußgelder gibt es erst 18 Monate später, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Aussage ist, wir reden erst dann mit der Telekom und mit Telefonica und mit denen reden wir, dass die das mal endlich machen und die anderen, die kommen unter ferner Liefen. Ja? Kanntest du, was rätst du denn jetzt? Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber was würdest du, also weil die sozusagen Verwirrung ist maximal so, ne? Die Verunsicherung ist auch ganz groß. Was sagst du denn jetzt? Also ich kann zu dem Knotenbetreiber hast du schon gesagt, das ist genau. Relativ eindeutig, aber was sagst du jetzt den Vereinen? Ich würde sagen, im Augenblick eher nicht speichern, ohne auch hier, ich übernehme klar. Keine Rechtssicherheit da. Ich würde im Augenblick nicht speichern. Abwarten. Ich würde tatsächlich abwarten oder, wenn man safe sein will, bei der Bundesnetzagentur anfragen. Wie sieht's aus? Muss ich? Ja? Und wenn die sagen, musst nicht, dann ist man natürlich auf der sicheren Seite. Und wenn ich jetzt eine Anfrage gestellt habe, wie zum Beispiel Rheinland, aber noch keine Antwort erhalten habe, dann reicht die Anfrage erstmal? Also ich habe es versucht, ich wollte es wissen. Und ja, du hast es zumindest versucht, ja. Also aber wenn, nun gut, ich weiß ja nicht, was ich tun soll, ne? Ich würde ja immer noch sagen, dass auch der Freifunk Rheinland schwierig auf 100.000 Nutzer kommt. Also da sind im Augenblick so viele Punkte, an denen meines Erachtens die Vorratsdatenspeicherungspflicht scheitert, dass ich im Augenblick nicht speichern würde. Mhm. Aber. Danke. Hattest du noch eine Frage? Wie sieht denn das Price Tag aus an so einem Verstoß? Das habe ich vorhin nachgeguckt. Hat jemand von euch, kann jemand mal kurz 148 TKG ist es, glaube ich, nachgucken oder 149 TKG und da irgendwo Nummer, ja, es steht, wer entgegen 113a Absatz 1, ich glaube in 149 steht der Bußgeldrahmen. Ich meine, es sind pro Verstoß bis zu 50.000.
Aber die, also das, ja, das darf man nie vergessen, die werden klein anfangen. Ja, auch die Telekom wird am Anfang nicht mit der vollen Härte der Verordnung oder des Gesetzes angegangen werden. Ja, also ich meine, es ist bis 50.000, aber... Bis heißt eben ja auch nicht, dass die Höchststrafe sofort verhängt wird. Und also, es wird vielleicht auch geguckt, was ist das für ein Anbieter? Meinst du, wenn der kleiner ist, fällt es auch kleiner aus? Wenn der kleiner ist, jetzt ist das Gesetz ganz neu. Eigentlich weiß keiner, was man machen soll, weil die technische Richtlinie noch nicht da ist. Das spielt da alles eine Rolle. Ja, also da würde ich mir jetzt im Augenblick keine Gedanken drum machen. Also das Price Tag für Freifunker ist niedrig. Abgesehen davon, dass die ohnehin nicht müssen, meines Erachtens. Ich wollte kurz darauf hinweisen, dass es auch einen Preistag gibt, wenn man Informationen speichert und keine Verpflichtung dazu hat, eine VDS durchzuführen. Das ist die Frage? Nein, das ist, das steht so in der Bundesnetzagentur, in diesen ganzen Guidelines, die so rausgebracht haben. Wenn man mehr Informationen speichert oder Informationen speichert und nicht dazu verpflichtet ist, gibt es auch eine Strafe. Und die ist höher als die, es nicht zu tun. Weißt du, wo das steht? Also welcher Absatz, Paragraph? Das habe ich gerade nicht im Kopf, tut mir leid. Also bloß kein Overspeichering, sozusagen. Ja, und natürlich alles ganz sicher speichern. Also am besten bei Unternehmen, die wissen, was sie tun und dafür ganz viel Geld verlangen. Oder die glauben zu wissen, was sie tun. Lustig, dass du das gerade sagst, weil das war jetzt die Frage, weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass eigentlich gar nicht klar ist, was und wie und was genau die Auflagen sind, man speichern soll. Und es irgend so eine dubiose Firma gab, da gab es glaube ich so ein Leak jetzt bei Posteo, die irgendwie ankam, hallo, wir sind total nah beim Wirtschaftsministerium und wir wissen morgen schon das, was eigentlich noch keiner weiß. Und genau. Das heißt also eigentlich, selbst wenn man speichern wollen würde, wüsste man ja gar nicht, was und wie man speichern soll. Von daher ist das vielleicht sowieso ein bisschen fragwürdig, oder? Ich merke, du hast Lage der Nation gehört. Da wurde das nämlich auch lang und breit diskutiert. Ja, die technische Richtlinie gibt es bisher nur im Entwurf. Die ist noch nicht final. Das ist auch wieder so ein Problem. Wie man jetzt was genau speichern soll, steht eben auch noch nicht so richtig fest. Dementsprechend ist der Price Tag tendiert der Price Tag im Augenblick stark gegen einen sehr niedrigen bis null Betrag. Seid ihr jetzt... sozusagen ist euer Wissensdurst befriedigt. Habt ihr noch weitere Fragen? Andi sagt, der ÖG-Channel hat keine Fragen mehr. Hier gibt es noch eine. Es gibt ja von Vodafone die Home- und Hotspots und von der Telekom den und den Phone-Spot von der Telekom. Und da frage ich mich einfach schon lange, ob man da auch Ärger mit der Störerhaftung bekommt, wenn was Illegales passiert und man da seine Benutzerdaten halt... benutzt hat. Zum Beispiel könnte man das ja auch so machen, dass man die anzapft und dann das einfach public ohne Passwort jeden nutzen lässt. Ja, ich gehe einfach mal davon aus und deshalb kann man da halt Freifunk dazwischen schalten. Aber ich wüsste mal gerne, ob jemand Erfahrung hat schon damit. Wenn man halt so einen Hotspot benutzt, also wo die genau wissen, wer dahinter steckt, weil man muss sich ja da mit seinem Benutzernamen und Passwort anmelden und dann man hat ja dann schon so ein Vertragsverhältnis mit Vodafone oder der Telekom, um überhaupt so an diese Login-Daten zu kommen. Und dann ist man ja auch greifbar, aber... Bist genauso greifbar wie der DSL-Anschlussinhaber. Aber natürlich wird man da eher sagen können, du hast dich ja da eingeloggt mit deinen Benutzerdaten. Typischerweise, das ist hier mal ein Fall, wo ich sage, typischerweise wird derjenige, der sich da einloggt, auch derjenige sein, der genutzt hat. Ja, diese tatsächliche Vermutung, die wir in File-Sharing-Fällen häufig haben, die nicht so ganz wasserdicht ist. Klar, also wenn du das teilen kannst und das anbietest, bist du in der gleichen alten Problematik wieder. Ja, aber mit praktischen Erfahrungen kann ich da selbstverständlich nicht dienen. Also ich würde mal einfach davon ausgehen, dass in den AGBs irgendwas drin steht, die dir wie bei vielen anderen Verträgen sagen, dass du zum Beispiel halt keinen Personal Hotspot oder was auch immer irgendwie mit diesen Geschichten anfangen darfst. Das heißt sozusagen, du kannst es auf einem Endgerät dann nutzen und dann ist auch dieses Endgerät das, was entsprechend mitgeloggt wird, aber du darfst es halt nicht noch weiter verteilen. Also davon würde ich ziemlich ausgehen, dass das in den AGBs einfach drin steht. Zweites haben wir nicht.
Manche Leute hängen da halt einfach Freifunkrouter ran und dann sind sie auch abgesichert, aber ich frage mich, ob man das nicht darauf verzichten könnte. Und was einfach die praktische Erfahrung ist, ob das schon mal jemand mitbekommen hat, dass da schon mal jemand Ärger bekommen hat von so einem Anbieter. Also ich denke, dass sowas auch publik werden würde. Also ich habe zumindest von diesem Fall bisher noch nicht gehört. Ich gebe die Frage in die Runde. Also ich habe noch nicht davon gehört, dass ein Nutzer, der über WLAN2Go, Homespot etc. ins Internet gegangen ist, dass der tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Freifunk dahinter hin oder her. Also selbst wenn man tatsächlich selber nutzt und Rechte verletzt haben sollte. Ich habe noch nichts davon gehört. Und da sich hier keiner meldet, gehe ich jetzt auch mal davon aus. Ja, warte. Du leuchtest. Mann. Es kam eben so ein bisschen die Frage auf, was man denn speichern möchte oder muss oder so. Und die Bundesnetzagentur hat dazu ein FHQ herausgegeben, wo definitiv drin steht, dass keine privaten zugeordneten IPs gespeichert werden müssen, ausschließlich öffentliche. Das hatte ich gestern schon mal erwähnt, dass netzinterne IPs müssen nicht gespeichert werden. Es kann eine Benutzerkennung gespeichert werden, wenn eine zugeordnet ist, ansonsten entfällt die Speicherpflicht an der Stelle. Also wirklich, man muss die externe IP, wenn man jetzt NAT macht, eines Servers speichern und das war's. Wie wir ja gerade schon festgestellt haben, sollten wir erstmal nicht speichern oder brauchen wir erstmal gar nichts speichern, insofern ist das dann zweitrangig oder nachgelagert. Ja, wenn jetzt keiner weiter Fragen hat, dann finde ich, klingt das alles in allem gar nicht nach so schlechten Zukunftsaussichten. Wollen wir es hoffen, ja. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Oder am besten gar niemals. Also Reto, vielen Dank. Toll, dass du wieder hier warst. Und Bea, genau, vielen Dank, dass auch du wieder hier uns das jährliche rechtliche Update gegeben hast. Und das war dieses Jahr wirklich sehr erhellend. Vielen, vielen Dank und Mut machen. Danke. Gerne. Also gerne auch noch im 1 und 1, ja? Also kommt einfach her.